Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Reihe Böll Analytics mit dem aus meiner Sicht phänomenalen Thema und Titel Traumhochzeit. Ja, zunächst, also um die Ehe ist es tatsächlich gar nicht so schlecht bestellt, denn 65% der Eheauflösungen werden nicht durch Scheidungen tatsächlich aufgelöst, sondern durch den Tod. Zugleich ist es jedoch, und das muss man auch festhalten, dreimal so wahrscheinlich, in der Ehe umgebracht zu werden, als in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. Das hat mich relativ viel Zeit auf den Seiten des BKA gekostet, das rauszufinden. Also wie viel Prozent der Ehen tatsächlich durch den Mord aufgelöst werden, konnte ich dann nicht rausfinden. Dennoch muss man sagen, dass heutzutage 35% der Ehen tatsächlich geschieden werden, mit einer steigenden Tendenz. Zugleich werden immer weniger Ehen in Deutschland geschlossen. Im Gegensatz zu manchen medialen Darstellungen lässt sich allenfalls sozusagen ein gleichbleibendes Niveau festhalten, was so seit 2000 sich so ein bisschen manifestiert. Es ist also nicht so, dass wir sozusagen von so einem Backlash der Ehe tatsächlich sprechen können. Also es ist tatsächlich eher immer noch ein sinkendes Niveau. Im sogenannten Golden Age of Marriage, also in den 50er, 60er Jahren, kann man festhalten, dass doppelt so viele Ehen geschlossen worden sind wie heute. Trotzdem muss man sagen, dass immer noch relativ viele Ehen geschlossen werden. Tatsächlich so ungefähr 70% der Leute sind verheiratet. Übrigens, also im mittleren Erwachsenenalter. Übrigens liegt in Deutschland liegt Deutschland überraschenderweise im europäischen Vergleich in den Heiratszahlen deutlich höher als Italien, Spanien und Frankreich, also tatsächlich die eigentlich katholische Länder. In Deutschland heiraten mehr Leute. Es heiraten aber weniger Leute als in Ländern zum Beispiel wie Schweden, Finnland und Dänemark und der Schweiz. Das war mir auch tatsächlich nicht bewusst. Insgesamt gibt es ca. 17,2 Millionen Ehen in Deutschland und ca. 370.000 Trauungen pro Jahr. Der Anteil der kirchlichen Ehen ist von 1959, wo der Anteil der kirchlichen Ehen bei 80% lag, auf mittlerweile unter 30% gesunken. Dabei nimmt überall das Heiratsalter zu. In Deutschland liegt das durchschnittliche Erstheiratsalter, wie man das so schön nennt, bei knapp 34 Jahren, bei Frauen bei knapp 31 Jahren. 1970 waren es noch 25 bzw. 23 Jahre. Also jeweils 8 Jahre älter bzw. 9 Jahre älter. Überraschend ist auch die Ehedauer. Diese hat sich seit 1998 verlängert. Dauerte damals die durchschnittliche lebenslange Partnerschaft, wie man so schön sagt, 11,5 Jahre. Sind es heute 14,5 Jahre, also ganze 3 Jahre mehr. Kann man natürlich durch diese Scheidungsraten ganz gut erklären, statistisch. Besonders düster sind für die Ehe die Jahre 3 bis 8. Also das verflixte Jahr bei Männern ist das 5. und bei den Frauen das 7. Jahr. Die Ehe ist in Deutschland vom Grundgesetz in ihrer vermeintlichen Einzigartigkeit und historisch durch den Verweis auf die Normalfamilie geschützt und wird rechtlich als auf Dauer angelegte, in der rechtlich vorgesehenen Form geschlossene, grundsätzlich unauflösliche Lebensgemeinschaft von Mann und Frau bezeichnet. Alle weiteren Rechtsinstitute, die die Lebensgemeinschaft betreffen dürfen, so legt es das Gesetz zumindest aus, nur unterhalb sozusagen dieses Prinzips der Ehe laufen und die Ehe nicht gefährden. So auch die eingetragene Lebenspartnerschaft, homosexuelle Paare, die den Paaren natürlich bedeutende Rechte der Ehe vorenthält. Übrigens die gleichgeschlechtliche Ehe ist seit 2008 durchaus möglich, aber nur, wenn es nach der Ehe eine Geschlechtsumwandlung gab. Nur um das mal festzuhalten. Angesichts dieses lebenslangen Versprechens der Ehe überrascht dann doch, dass die durchschnittliche Beziehungsdauer, nachdem sich Paare dazu entscheiden zu heiraten, 18 Monate ist. Also nach 18 Monaten entscheiden sich durchschnittlich Paare dazu zu heiraten. Das ist relativ schnell. Ein Hochzeitskleid kostet übrigens im Durchschnitt 800 Euro, die Hochzeit im Durchschnitt 5000 Euro. Ich habe mal beim Hochzeitsbudgetplaner von hochzeitsplanung24.de meine Heirat einfach mal zum Spaß eingeben. Ich kam bei 25.500 Euro raus. Keine Ahnung, ich habe es eigentlich nicht so groß gewollt, aber genau. Die Scheidung wird in 55% der Fälle von Frauen eingereicht, zu 30% von Männern. In 15% entschließen sich beide gemeinsam dazu. Pro Jahr gibt es etwa 150.000 Scheidungen mehr als Trauungen. Ja, vielleicht dazu, das waren ein paar Fakten. Ivan, du übernimmst den soziologischen Part. Und von der Zeit her wäre das eigentlich fast ein Pitcher-Kutscher-Vortrag jetzt gewesen, was mich natürlich leicht unter Zugzwang setzt. Aber ich habe ja vergangene Nacht mir hier mit soziologischen Lehrbüchern die Nacht um die Ohren geschlagen. Also möchte ich, aber das ist nicht gut hier so, vielleicht so, möchte ich dann doch nochmal zum Besten geben. Ich glaube, ich nehme das lieber in die Hand.
was so die empirische Soziologie uns, zu diesem Phänomen, zum Institut Hochzeit und Ehe und Heirat sagen kann. Ja, so. Also wie wir jetzt auch schon bei deinen Zahlen hören konnten, gibt es ja zwei Hauptmerkmale, die das Phänomen Hochzeit in den letzten und das Heiratsverhalten in den letzten Jahrzehnten bestimmt. Das eine ist einmal der Rückgang der Heiratsneigung und das andere ist der Anstieg des Erstheiratsalters. Die nach Einschätzung vieler zeitgenössischer Beobachter der Ehe, nach Einschätzung vieler zeitgenössischer Beobachter, die Ehe ihren Charakter als Sicherheit gewährende, Status zuweisende und den Übergang in den Erwachsenenstand verkörpernde Institution weitgehend verloren hat und damit ihr Nutzen im Vergleich zu anderen Alternativen, etwa zu unverheiratetem Zusammen- oder Alleinleben, zurückgegangen ist, stellt sich die Frage, warum Menschen dann überhaupt heute noch heiraten. Und da gibt es vier große Sichtweisen, die Familien- und Partnersoziologie auf diese Frage gibt. Die eine ist die These der Liebesheirat. Also es gehört weiterhin zu den unhinterfragten Thesen, nicht nur in der Familiensoziologie, dass Individuen heute aus Liebe heiraten. Dabei gehört Empfinden, erotisches Empfinden, das meistens recht kurzfristig ist, zusammen mit einer langfristigen, wie es schön heißt, Aperzeption wie Achtung und Vertrautheit. Also so diese heiße Liebesphase geht dann über in Achtung und Vertrautheit und zusammen ist das dann der Grund für eine Heirat. Das wäre die Liebesheirat. Die zweite These ist die der kindorientierten Eheschließung. Sie besagt ganz klassisch, dass also der Schritt in die Ehe durch die Entscheidung zur Elternschaft bestimmt wird. Kinder haben ist kostspielig und die Ehe bietet in dieser Situation eine sichere Grundlage für die Mutter ökonomisch, für den Vater im Hinblick auf die Sicherung seiner Vaterrechte. Allerdings findet in den letzten Jahrzehnten eine zweifache Entkopplung statt. Es gibt zunehmend Ehen, die kinderlos sind und auch zunehmend Elternpaare, die nicht verheiratet sind. Eine dritte Sichtweise auf dieses Phänomen, warum Leute noch heiraten, ist die der nutzenorientierten Handlung. Also die Ehe, einst unantastbare sittliche und moralische Institution, in die man einzutreten hatte, präsentiert sich heute als eine offene Institution, die es individuell einzurichten und zu gestalten gibt. Und zwar deswegen, weil aus den ganzen modernisierungstechnischen Gründen Ehe und Heirat im Zuge des gesellschaftlichen Wandels ihre normative Verbindlichkeit eingebüßt hat. Übrigens, interessanterweise in dieser Sichtweise, also diese nutzenorientierte Sichtweise auf Ehe, bekommt die Scheidung eine sehr positive Bedeutung, nämlich sie ermöglicht es Ehenleuten, eine Ehe einzugehen, immer mit dem Hintergedanken, eine Exit-Option zu haben, im Gegensatz zu früher. Und so ist eigentlich das Institut der Scheidung Ehe förderlich aus dieser Sicht. Das hatte ich mir auch noch nicht so überlegt gehabt. Und das vierte, die Heirat als Statusübergang. Da haben wir erstmal die klassische Bedeutung der Heirat als eine Rite de Passage, ein Statusübergang, mit dem man exklusive Rechte erwirbt, auch Pflichten auferlegt bekommt. Man ändert seinen Stand, den Erwachsenenstand in Gesellschaften und kann sich von seiner Herkunftsfamilie dadurch verabschieden. Ja? Das ist so die klassische Funktion von Heirat eben als Statusübergang. Heutzutage durch diesen Bedeutungsverlust, die Ehe und die Heirat als Institution ja erlitten hat in den letzten Jahrzehnten, trifft das jetzt nicht mehr so stark zu. Interessant ist aber, dass wir gleichzeitig mit diesem Bedeutungsverlust einen Trend zu immer aufwendigeren Hochzeitsinszenierungen haben. Diesen Trend beantwortet die Soziologie dann mit zwei möglichen Theorien. Einmal sagt
sagt sie, das ist ein erlebnisorientiertes Heiraten heutzutage. Es ist also sinnentleert und ausgehöhlt, aber die Trauung wird dadurch zu einem Event stilisiert. Erlebnishungrige Paare planen rauschende Feste und heiraten primär, um einen geeigneten Anlass für diese Festlichkeiten zu haben. Also das ist die eine Erklärung dafür. Die andere Erklärung, die die Soziologie bietet, besagt, dass es sich hierbei um ein Rite de Konfirmation für die Paare selbst heiratet. Also es geht um eine, praktisch, das ist eine Bekräftigungsthese, die auch daraus aufgebaut wurde, dass man erkannt hatte, dass 80% aller Paare, das war in den skandinavischen Ländern, nach vielen Jahren Zusammenleben heiraten. Und die Erklärung war dann, dass nach diesen vielen Jahren der Moment kommt, wo man sich entweder entscheidet, sich zu trennen, weil man sich doch auseinandergelebt hat und nicht zusammenpasst, oder dann aber als Alternative eben heiratet, um nochmal durch diesen Ritus die ganze Investition, die man auch emotional, auch ökonomisch über all diese Jahre zusammen geleistet hat, um das dann irgendwie zu kitten und zu bekräftigen. Ja, und das wäre auch noch eine Erklärung, warum dann jetzt auf einmal geheiratet wird. Gut. Was die empirische Sozialforschung uns außerdem klar sagen kann, aufgrund von Erhebungen, die gemacht wurden, also die klassische Liebesheirat gibt es in dieser Form nicht, sondern Heiraten sind eine Mischung von Motiven. Prozentual geben Paare in folgender Reihenfolge die Gründe an, warum sie heiraten wollen. Der meistgenannte Grund ist das Fest, dann der zweite die Tradition, als eine Selbstverständlichkeit, es gehört zum Lebenslauf dazu, dass man heiratet. Der drittmeistgenannte Grund ist dann die Liebe. Der vierte die Bekräftigung der Beziehung. Fünfte Kinder. Sechste rechtliche und steuerliche Nutzen. Immerhin 7% heiraten spontan, ganz am Ende. So viel dazu zusammengefasst, was uns die Familien- und Partnersoziologie zu Heirat und Ehe an Antworten bietet oder an Perspektiven. Das sind ja meistens auch widerstreitende. Und der Carlos übernimmt dann weiter jetzt. Genau, vielen Dank. Ivan, klau mir nicht meine. Ja, vielen Dank. Ah, nee, das sind deine. Verdammt. Wunderbar, ich mache das nochmal kurz hier drauf. Mein Sohn lacht sich schon kaputt, wie ich gerade höre. Wunderbar, vielen Dank. Das war ja tatsächlich irgendwie ein soziologischer und faktengesättigter Schnelldurchlauf durch die Ehe. Ich hoffe, wir haben nicht irgendwelche tatsächlich wichtigen Fakten vergessen, die natürlich der Herr Dorbritz wahrscheinlich wesentlich eloquenter und auch passender vortragen hätte können. Aber vielleicht kann man tatsächlich sagen, dass der heutige Abend sozusagen wir so wirklich tatsächlich irgendwie vor der Frage stehen, wie geht es eigentlich weiter mit der Ehe? Wir haben einerseits irgendwie medial ja schon dieses Bild, dass die Ehe wieder zurückkommt, dass wir mit dem Zurückkommen von traditionellen Rollenbildern, von traditionellen Familienbildern zu tun haben. Auf der anderen Seite haben wir aber irgendwie den Eindruck, man kann es tatsächlich nicht durch Zahlen belegen. Und die Frage ist eigentlich, wie gehen wir damit um? Also einerseits gibt es ja tatsächlich irgendwie man hat den Eindruck, so eine Rückkehr von romantischen Bildern. Auf der anderen Seite gibt es aber immer noch eigentlich einen Rückgang von der klassischen Ehe. Genau, also warum immer noch das Faszinosum Traumhochzeit? Ivan hat ja gerade sozusagen schon mal ein kleines durch diese Reihenfolge beschrieben, dass tatsächlich eher das Fest im Vordergrund steht und nicht unbedingt die Liebe. Die kam ja dann erst an dritter Stelle. Heute versuchen wir aber tatsächlich eben das ganze Bild, die ganze Breite der Traumhochzeit auf das Tablett zu bringen. Wir bringen heute die Träume, die Kritik, das Versprechen und die Verbrechen der Ehe aufs Tablett. Und wir fangen doch mal mit den Träumen an. Und da würde ich sagen, Tabia Meiritz von der Agentur Traumhochzeit. Ich würde Sie schon mal hier nach vorne bitten. Ich sage noch ganz kurz was zu Ihnen. Ja, Tabea Meiritz. Tabea ist Hochzeitsplanerin bei der Wie hätte es besser sein können Agentur Traumhochzeit und Inhaberin des Büros für das Rhein-Main-Gebiet. Sie plant, organisiert und strukturiert Hochzeiten und kann mit Fug und Recht wahrscheinlich als absolute Expertin gelten, wenn es um Traumhochzeiten geht. Ihr schreibt auf eurer Homepage, wir rollen den roten Teppich aus, bauen einen Altar auf und sorgen dafür, dass die Hochzeitssängerin auch Strom auf ihrem Mikrofon bekommt. Wie wir sehen, das hat auch hier geklappt. Herzlich willkommen, Tabea Meiritz.
Ja, mein Name ist Tabia Meiritz, ich bin Hochzeitsplanerin, also hier in Frankfurt und Wiesbaden. Und ja, wenn sich also ein Brautpaar dazu entschlossen hat, aus welchen Gründen auch immer, also wenn jetzt gefeiert werden soll und es wird durch uns ausgerichtet, dann kommen sie also zu mir. Die Hochzeitsplanung läuft folgendermaßen vonstatten. Also die meisten kommen dann zu uns und sagen, wir wollen feiern, entweder mit 5.000 Euro oder mit 50.000 Euro, also ganz was das Brautpaar da auch auf den Kopf hauen möchte. Und wir gehen das dann mit denen so durch, dass man das realisieren kann. Also so wie die sich das wünschen, werden wir das dann auch machen. Am Anfang einer Hochzeitsplanung steht grundsätzlich eine Budgetplanung, dass wir wirklich gucken, wohin soll es denn gehen, also dass man einmal schaut, es ist ein Schloss, soll es irgendwie was ganz Kleines sein, manche sagen, sie wollen mit 1.000 Leuten für 5.000 Euro heiraten, andere wollen mit 10, 20 ausgeben, da muss man ein bisschen schauen, dass man das eine oder andere realisiert, das kann in beide Richtungen schwierig sein, also manchmal ist es genauso schwierig für 10 Leute 20.000 auszugeben wie andersrum. Eine standesamtliche Trauung ist natürlich first of all angesetzt, dass man da einfach schaut. Die meisten Brautpaare wollen das auch so machen. Es sind manche Brautpaare, die wollen es im Ausland machen, also dass sie wirklich versuchen, dort standesamtlich zu heiraten, ist aber grundsätzlich schwierig. Das ist wirklich ein Thema, wo wir auch wenig unterstützen können. Dann kommt eher unser Part bei der kirchlichen oder eben bei der freien Trauung. Das ist natürlich je nach Hintergrund, ob man sagt, okay, ich möchte jetzt kirchlich heiraten aus Glaubensgründen oder weil ich es schöner finde. Viele sind aber auch ausgetreten. Also wir haben sehr viele Brautpaare, die freie Trauungen machen, das heißt also irgendwo draußen im Garten oder auch drinnen in der Location, aber eben frei im Sinne von frei konfessionslos, auch welche, die von verschiedenen Religionen zum Beispiel sind. Eine freie Trauung hat natürlich einen riesen Umfang, also da muss man wirklich an alles denken, also ob es die Schirme sind, wenn es anfängt zu schütten oder der Plan B, dass alle wissen, wo sie hin müssen, dass nicht auf einmal die Technik weg ist, wenn irgendwo die Kabel unter Wasser stehen. Da sind wir natürlich noch mal mehr mit im Boot als bei einer kirchlichen, weil die Pfarrer da einfach viel übernehmen und dann auch wissen, dass das im Prinzip alles so läuft, wie das Brautpaar sich das auch vorstellt. Bei der Trauung ist es so, dass es viele Ideen gibt und viele verschiedene. Manche möchten Treuegelübde gegenseitig machen, andere sagen, nee, wir ziehen das einfach mit 10 Liedern durch. Also es kommt wirklich ganz drauf an, was das Brautpaar da machen möchte, wie sich das einbringen will. Die Location muss natürlich richtig gewählt werden. Wichtig ist, dass man sich die auch mal vor Ort anguckt. Das ist unser Job, dass wir wirklich mal hinfahren, weil manchen Locations sind tolle Bilder. Wenn man hinfährt, bröckelt der Putz. Also auch da muss man ein bisschen die Augen aufmachen und schauen. Oder dass man nicht eben eine Industriehalle nehmen will und ist dann wirklich nur zu fünft und dann sieht es ein bisschen leer aus und halt auch ein bisschen. Da muss man dann schauen, dass man vielleicht möglichst viel auch einfach mit der Optik spielt, dass man Licht verwendet und so weiter, dass es nicht ganz so verloren und einsam aussieht. Das ist natürlich dann auch sowas, ja, also das hat dann schnell Weihnachtsfeiern-Charakter, aber gut. Ja, es muss nicht immer der rote Teppich sein, also wir haben natürlich 1 Milliarde Ideen und 1 Milliarde Sachen schon gesehen und deswegen können wir das natürlich auch immer schön zusammenpacken, also ob das ein Flip-Flop-Körbchen ist, ja, für müde Tanzfüße, weil die Frauen mit den Pumps nicht mehr durchhalten oder Cake-Pops oder eben hier Hochzeitskerzen, also wir sind da natürlich immer so ein bisschen an den Trends dran und gucken auch, was kommt aus Amerika, weil eben das ganze Hochzeitsthema in der epischen Breite, wie das ein Hochzeitsplaner macht, natürlich stark amerikanisch angehaucht ist. Genauso wie hier so Wedding-Bubbles, die man hier sieht, oder eben Schmetterlinge, die manchmal auch tot sind, also grundsätzlich ist von denen abzuraten. Das klingt lustig, ist aber nicht so lustig, wenn alle tot in der Schachtel liegen, also von daher, ja. Der Fotograf oder Videograf ist ein ganz erheblicher Punkt, also das ist wirklich ein Fokus, wo man schon gucken sollte, weil wenn man wirklich sich die Mühe macht und eine tolle Hochzeit haben will und hinterher die Bilder wirklich von Onkel Otto total furchtbar aussehen, ist das nicht mehr so schön und man hat auch einfach keine Erinnerungen und auch mit einem Video sieht man halt einfach nochmal mehr Emotionen. Roter Faden ist was für uns easy going, dass die Brautpaare bedenken, dass wenn sie einzeln planen oder für sich planen, häufig nicht so. Es ist halt einfach, immer einen roten Faden durchzuziehen. Ob das ein Emblem ist, ob das ein Farbton ist, man zieht es komplett einfach durch. Ob das über die Gastgeschenke ist, über die Papeterie, über die Blumen, einfach über alles. Dass alles stimmig ist und wirklich im Ganzen auch ein bisschen Hand und Fuß hat. Dass es wie ein Konzept einfach wirkt und dann eben auch nochmal aufgegriffen wird, zum Beispiel in der Tischdekoration, in den Blumen, dass man nicht im Brautstrauß dann große Sonnenblumen hat und kommt dann in die Location und dort sind überall Rosen verwendet, was sich einfach beißt, sondern dass man es wirklich versucht, ein bisschen durchzuziehen. Ist meistens, wie gesagt, gar nicht schwierig und auch kein Kostenpunkt, sondern man muss es einfach nur auf dem Schirm haben und mit berücksichtigen. Bei der Papeterie ist es genauso. Es ist auch eine schöne Sache, wenn man einmal irgendwie ein Logo oder Emblem entwirft und das dann auch komplett durchzieht. Wir hatten mal ein Brautpaar, da war er irgendwie bei einer Airline und sie hat Elefanten geliebt, also hieß dann die ganze Hochzeit Elephant Air. Und dann wurde auch eingecheckt und überall war dieses Elefantenfluglogo und sah trotzdem ganz nett aus. Also auch solche Varianten gibt es da.
Bei Gastgeschenken gibt es auch viele verschiedene Möglichkeiten und Ideen, zum Beispiel, dass die Oma hier so Kuchen im Glas macht, zum Beispiel, haben wir auch häufiger. Mit einem netten Band drumherum, irgendwie, wo das Hochzeitsdatum draufsteht, ist dann wirklich immer ganz individuell und ganz nett. Bei den Hochzeitstorten ist es so, da macht man natürlich vorher eine Tortenprobe, dass man auch weiß, was man da isst und nicht dann schon Zuckerschock nach dem ersten Stück kriegt, sondern wirklich die auch essen kann und nicht nur schön ist. Da kann man natürlich auch viel Einfluss drauf nehmen. Da kommt es eigentlich nur darauf an, dass man gute Dienstleister hat, wo man einfach weiß, da kann ich hingehen und dann kriege ich da auch für das Geld, was ich ausgebe, wirklich eine gute Torte, wo dann auch wirklich alle ihr Stück von essen wollen und nicht nur mal eben ein Krümmel und dann hat sich das. DJ und Band, das ist wirklich eine Glaubensfrage. Also viele Paare, da geht es dann wirklich dann so in die Diskussion, was ist besser, DJ oder Band? Kann man so eigentlich gar nicht richtig sagen, ist wirklich eine Frage des Geschmacks. Ja, wer es hat, der sollte natürlich immer die Kombination nehmen, ist natürlich am besten, aber auch natürlich am kostenintensivsten. Animation für die Gäste kann natürlich Karikaturist sein, wo man zum Beispiel die Bilder den Gästen schenkt oder eben auch hier so Jongleure, so Comedy-Kellner und solche Sachen. Also da gibt es auch die verrücktesten Sachen, dass den Gästen dann so Alibi-mäßig was übergeschüttet wird, die das dann zum Teil auch nicht ganz so lustig finden, aber halt im alles in allem lustig ist. Ja, und die stimmungsvollen Details, das ist eigentlich nochmal ein großer Punkt, den wir als Planer natürlich auf dem Schirm haben, also dass man wirklich dann mit der Beleuchtung arbeitet, dass man Luftballons hat und vorher vielleicht auch klärt, ob man die fliegen lassen darf, ja, so Flugzone ist das natürlich immer so ein Thema, oder eben auch so Candlebags und so verschiedene Sachen, dass man einfach das nochmal aufgreift und stimmungsvoll macht. Wir selber sind am Tag der Hochzeit natürlich dabei, wenn wir denn gebucht sind, also wir stalken da nicht, wenn wir sollen, kommen wir, wenn nicht, dann bleiben wir auch zu Hause und betreuen das dann auch an dem Tag und schauen, dass alles läuft, dass alle Dienstleister wissen, wann, wohin, dass alle Kontaktdaten haben und das einfach reibungslos funktioniert. Genau. Ja. Ja, vielen Dank für diesen erhellenden und wirklich kurzweiligen, tollen Vortrag. Nachdem wir nun uns Gedanken gemacht haben, wie so eine Hochzeit aussehen kann, ist ja in der heutigen Zeit interessant, auch mal zu erfahren, wie eigentlich diese Eheleute zusammenfinden, wo sie sich heutzutage in Zeiten von Internet finden und treffen. Dazu wird uns Jana Niemeyer was erzählen. Jana ist studierte Kulturanthropologin und arbeitet aktuell an der digitalen Aufrüstung der Universität Frankfurt. Kultur und Digitales vermengt sie auch in ihrem zentralen Forschungsschwerpunkt, dem Online-Dating. In vielen Interviews ist sie der Frage nachgegangen, was Menschen zum Online-Dating treibt und welche Beziehungen sich daraus entwickeln. Dabei spielen Traumbilder eine große Rolle und die Ehe ist ein oft genanntes Fernziel. Über große Träume, präzise Algorithmen, erfolgreiches Matching und jämmerliche Enttäuschungen spricht heute Jana Niemeyer. Ja, vielen Dank für die Einführung. Mein Name ist Jana Niemeyer. Ich wurde ja schon vorgestellt. Ich werde jetzt die ganze Zeit auf die Folien gucken, weil ich keine Zettel dabei habe. Ich bitte das zu entschuldigen. Genau, mein Thema ist Match Me If You Can, soziotechnische Dynamiken des Online-Datings oder beim Online-Dating. Matching-Verfahren waren vor allem in meinem Fokus, weil Online-Dating-Plattformen, vor allem Partnerbörsen, aktiv matchen. Und das sind monatlich 8 Millionen Userinnen und User derzeit in Deutschland, was eine ganze Menge ist. Das heißt, mein Fokus war auch darauf, was macht das eigentlich mit den Leuten in diesem Matching-Verfahren oder auch generell im Online-Dating-Prozess? Gibt es dann letztendlich auch Unterschiede nicht nur im Kennenlernen-Prozess, sondern welche Dynamiken entstehen daraus? Und der erste Punkt ist natürlich, warum machen Leute überhaupt Online-Dating? Und die häufigsten genannten Gründe sind natürlich, ich habe noch keinen großen Freundeskreis, ich bin gerade in die Stadt gezogen, ich verspreche mir generell damit erhöhte Kontaktchancen, ich habe noch wenig Zeit zum Ausgehen, obwohl dann wieder viel Zeit für Online-Dating investiert wird. Auch Informations- und Kommunikationstechnologien begünstigen natürlich diesen ganzen Prozess. Das heißt, sie versprechen ein breites Angebot, erhöhen die Erfolgschancen, suggerieren aber zugleich auch Verfügbarkeit. Und 200 Millionen Euro Umsatz werden in dem Kontext eigentlich gemacht, wobei 50% wieder in Werbung fließt, weil Kunde zugleich auch Produkt ist.
Produkt wird man durch einen Persönlichkeitstest, den man macht, in den sogenannten Matching-Verfahren. Dort durchläuft man 70 bis 90 Fragen ungefähr. Das sind dann so Fragen wie, passt das mit den, welches Bild würden Sie sich spontan entscheiden? Oder auch, welche Vorstellung haben Sie von der äußeren Form einer Eheschließung, was vielleicht ganz gut passt? Wie würden Sie am liebsten wohnen? Also es wird so ein bisschen die Idee dahinter ist so ein bisschen, gleich und gleich gesellen sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Also das ist so die Mischung, die genannt wird. Den genauen Algorithmus, der wird natürlich nicht preisgegeben, weil das ist ja natürlich das Verkaufskonzept auch in dem Kontext. Und am Ende kriegt man dann Partnervorschläge. Man kann dann noch weiter filtern. Also jetzt sind erstmal 21. Ich hatte dann noch keine Interessen nach Interessen gefiltert. Dort oben steht auch, das Besondere an mir ist, dass ich fast immer gute Laune habe, dass ich was Besonderes bin. Also alle stellen sich sehr, sehr positiv dar, was natürlich auch alle gewünschten, also das kulturelle Konzept von gewünschter Darstellung, wie man sich präsentieren muss in so einem Dating-Konzept, was alle natürlich auch wieder standardisiert. Und der Hauptaspekt ist eigentlich, dass Wissen dieser Anziehung vorausgeht. Also normalerweise haben wir eine physische Präsenz, wir sehen jemanden, wir lernen jemanden kennen. Und in dem Fall haben wir eigentlich nur Bild- und Textkörper und dieses vorgegebene Skript statt Selbstbeschreibung. Und daraufhin ist sozusagen der Hauptpunkt, dass in dieser Online-Kommunikation auch der gemeinsame und wechselseitige, also die Wahrnehmung des Kontexts fehlt. Das heißt, diese Online-Sozialität muss intern durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst hergestellt werden und ist sozusagen aus so einem sozialen Kontext erstmal rausgelöst. Das lässt natürlich viel Raum für Selbstinszenierung und Selbstoffenbarung und auch Täuschung und Enttäuschung in dem Kontext. Also Original versus gezeigte Originalität ist natürlich ein großer Punkt in dem Kontext. Das lässt sich eigentlich auch ganz gut an einigen Interviewpassagen anzeigen. Da zum Beispiel, einmal, da war das Bild absolut nicht aktuell und wenn ich irgendwo ein Stück Torte sehe in einem Café und kriege was anderes, dann ist das irgendwie doof. Das heißt, diese Online-Partnersuchenden schwanken immer zwischen diesem Wahrheits- und Klarheitsanspruch interpersonaler Kommunikation einerseits, aber haben natürlich das Inszenierungspotenzial von so einer Online-Dating-Plattform, schöpfen das natürlich auch voll aus. Individualisierungsprozesse haben natürlich damit auch zu tun, also diese entscheidungsverschlossenen Lebensmöglichkeiten, geradlinigen Lebensweg, Arbeit, Kirche, Kinder, Ehe zum Beispiel, das nimmt sozusagen ab. Das heißt, die Gestaltung ist recht frei und das ist aber ein gewisser Zwang, der da auch befördert wird letztendlich. Und die Selbstregulierungen kommen damit rein, das heißt, das Prinzip des unternehmerischen Selbst greift da ganz gut ein, das heißt, die Partnersuchenden sind dann auch dafür verantwortlich, um dann selbst nicht als Ladenhüter auf dem Partnermarkt zu verstauben. Das heißt, Partnermanagement und Coaching wird auf diesen Plattformen auch sehr stark befördert und betrieben und kann man dort machen. Also jetzt zum Thema Markt, auch ein sehr schönes, einer meiner Lieblingsinterviews. Ich habe das Ganze immer mit Katalogshoppen verglichen. Du blätterst durch Profile, wie durch die Seiten des Otto-Katalogs. Du siehst ein Produkt und bist begeistert. Du blätterst weiter und findest noch was Besseres. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Das heißt, diese Vermarktung der Gefühle oder der Aspekt der Vermarktung bleibt immer omnipräsent. Der E-Learning-Chef David Kalli sagte damals im Interview, der beste Kunde ist, aus Sicht der Single-Börse, jeder mit viel Geduld, der kurz vor der Resignation einen Erfolg hat, weil man gewisse Abonnements abschließt und monatlich Geld zahlt für diesen Dienst und dann, der Erfolg ist aber dann, Erfolgsquoten werden von vielen Plattformen halt auch mit der Hochzeit sozusagen, also das Endziel sozusagen einer Partnerschaft, also rund 37% der Paare, und das ist auch wieder dieses mit den Statistiken in dem ersten Reihe und im ersten Jahr, also das Ziel der ist dann die Ehe in dem Fall oder da wird geworben und es gibt quasi ein gewisses Überangebot an potenziellen Partnerinnen, verfeinerte Selektionskriterien werden angelegt auch durch die Partnersuchenden und neben diesem Aspekt Dauer treten halt auch Beziehungsqualität und Beziehungsintensität, das werden ganz wichtige Aspekte in dem Kontext. Das heißt, meine Bilanz war in der Forschung eigentlich oder aus der Forschung, dass Interviewpartnerinnen und Partner einen sehr reflektierten Umgang mit diesen Prozessen haben, offline, online sehr klar unterscheiden und auch sehen, dass dieses Inszenierungspotenzial da ist und auch nicht immer so stark repräsentiert werden. Das heißt, es wird strategisch getäuscht in guter Absicht und aber auch manchmal gibt es so Nachromantisierungsprozesse, die wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen näher erläutern können.
Aktuelle Entwicklungen sind eigentlich, dass es ein gewisses, überall Dating eigentlich inzwischen gibt. Das heißt, Online- und Mobile-Dating verschwimmen immer mehr und auch so eine Art GPS-Flirtradar. Also ich kann jederzeit über Apps zu Sklavu Kontakt knüpfen. Und 16,4% aller in 2013 geschlossenen Ehen lassen sich auf Online-Partnersuche zurückführen. Das heißt, es sind schon einige durch Online-Partnersuche zur Traumhochzeit geführt worden. Das heißt, Digitalisierungsprozesse befördern eigentlich diesen Prozess. Und vielen Dank. Ja, vielen Dank für die beiden wunderbaren Vorträge, die ja aus meiner Sicht schon so viele Fragen aufgerissen haben, dass ich am liebsten, können jetzt schon wahrscheinlich einen Abend füllen. Vielleicht eine Einstiegsfrage gleich an dich, Tabea. Erstmal vielleicht einfach eine Frage, wie viel Trauung hast du tatsächlich im Jahr? Also wie viel Trauung betreust du im Jahr ungefähr? Und gibt es da so bestimmte Motive, die immer wieder auftauchen, also so Klassiker, ja, die was Menschen, also was Paare dann tatsächlich zu als elementare Bestandteile wahrnehmen, was zu einer Traumhochzeit dazugehört? Also ist es die Kutsche, ist es das Schloss, ist es der Schleier? Also tatsächlich gibt es so Motive, die immer wieder auftauchen. Und hast du das Gefühl, dass es vielleicht auch wieder so klassische Motive gibt, die wieder zurückkommen? Also die verstärkt wieder sozusagen zu einer Traumhochzeit dazugehören, also zum Beispiel Kutsche gegen Hammer oder sowas oder Hammerlimousine oder wie auch immer, ja, Schloss gegen Industriehalle. Also Hochzeiten im Jahr ist immer, muss man so und so sehen, was überschneidet sich ja oder geht bei uns halt über die Jahre hinweg, weil ich natürlich in einem Jahr anfange zu planen und dann natürlich ist, wenn es gut läuft, natürlich ein Jahr plane Minimum. Es sind aber auch Paare, die halt innerhalb von 3 Wochen heiraten, also auch die kommen zu uns, weil sie halt eben sonst verloren und verlassen wären. Also demnach rechne ich es gar nicht so zusammen. Also in letztem Jahr waren es an die 30 Hochzeiten, das war aber schon sehr viel. Also so viel mache ich jetzt in diesem Jahr nicht mehr. Ich konzentriere mich da wirklich ein bisschen mehr auf weniger Paare, die ich da ein bisschen intensiver betreuen kann. Und habe ja 2 Mitarbeiterinnen, die eben auch Vollzeit-Hochzeitsplanung machen und die beiden machen halt eben dadurch ein bisschen mehr. Sachen, die alle Brautpaare immer wieder wollen oder halt sehr, sehr häufig kommen, das sind natürlich ganz klassisch halt runde Tische, Bankettstil, also dass das alles sehr schick ist. Das haben wir fast zu 90%. Was immer mehr kommt, also was immer so ein bisschen mehr kommt, wo die Paare immer denken, es ist noch neu, was für uns auch schon so schon nicht mehr neu ist, ist halt dieser Vintage-Stil, was halt ganz, ganz viele möchten, dass alles in Vintage-Richtung ist. Und wenn man es wirklich auf die Spitze treiben will und wirklich alles abfrühstücken will, was absolut klassisch ist, dann sind es auch noch die Mandeln, an denen sich alle Gäste die Zähne ausbeißen dürfen. Und weil man sie. Was heißt das genau? Entschuldigung, ich bin da nicht das, so. Das ist so ein Säckchen, da sind immer in einem Organza-Säckchen Mandeln drin und die sind halt hart wie Steine. Also, wenn man nichts ahnt, drauf beißt, könnte das schiefgehen. Und aber sie sind eigentlich schon zum Essen gedacht und die stehen halt eben für Wünsche. Ja, die kommen also auch aus dem Ausland. Das geht dann halt eben für Glück, für die Zukunft, für Fruchtbarkeit und so weiter. Das stehen 5 Mandeln eben 5 Wünschen gegenüber. Und das, manche Brautpaare machen das noch, aber zum Glück sehr wenige nur noch. Okay, also es gibt schon, aber Vintage, was heißt das genau? Vielleicht, ich muss da jetzt nochmal, also gibt es da irgendwie sozusagen, also was heißt das? Ja, Vintage ist halt, also der Einfluss von Vintage, das ist halt so ein bisschen so, das kann man schlecht beschreiben, also viel, dass irgendwo Deckchen liegen, also viel so ein bisschen, das alles so ein bisschen so, ich kann man schlecht beschreiben. Also dass Lampions irgendwo hängen, dass irgendwo Kerzen sind, dass alles so ein bisschen mit einem Spitzendeckchen ist, vielleicht noch irgendwie mit einem Band drumherum gebunden ist, also so eine Stilrichtung halt. Mhm. Von mir vielleicht mal eine Frage, wie wird man eigentlich Wedding-Plannerin und seit wann gibt es eigentlich diesen Beruf, also diese ganze Industrie von Hochzeitsvorbereitung, wie entwickelt sich das hier in Deutschland? Also geben tut sie, glaube ich, schon sehr lange. Ich sage jetzt mal, Franck Mathé kennt jeder, oder denke ich zumindest mal, dass den jeder kennt und den gibt es ja auch schon ewig. Mich selbst jetzt gibt es seit 3 Jahren, unsere Agentur gibt es seit 2005 circa. Ich habe ein Studium gemacht im Bereich Franchising und Personal, habe früher im Vertrieb gearbeitet, habe natürlich auch selber geheiratet, ist immer eine gute Voraussetzung, damit man mitreden kann. Bin auch nicht geschieden, ist auch eine gute Voraussetzung, weil manche das ein schlechtes Omen sehen würden, wenn die Planerin schon geschieden ist. Und demnach sind also die Voraussetzungen bis dato gut. Und so bin ich halt Planerin geworden, dass ich halt eben damals auch selber geheiratet hatte, eben mein Studium hatte und dann eben in eine Gründung gestartet bin. Und so kam das eine zum anderen, da halt bei mir viel BWL, also es war halt ein BWL-Studium war,
ist das immer eine gute Grundlage für eine Hochzeitsplanung, wenn man dann da auch die Zahlen einhalten will, weil wir halt die Budgethoheit in dem Moment haben und das auch oft bei den Paaren nicht ganz so entspannt gesehen wird. Also da geht es dann wirklich auch darum, dass das eingehalten wird. Vielleicht noch eine kurze Frage dazwischen. Würdest du eher sagen, wir hatten ja vorhin diese Unterscheidung zwischen irgendwie der Rite de Confirmation, der Rite de Passage und so, aber tatsächlich diese Kategorie des erlebnishungrigen, der erlebnishungrigen Heirat, also die wirklich sich auf das Fest konzentrieren, hast du das Gefühl, gerade wenn man sozusagen ja eine Wedding-Plannerin irgendwie oder einen Wedding-Planner engagiert, dann legt man ja sehr viel Wert auf tatsächlich das Fest. Hast du das Gefühl, dass diesen Paaren es auch wirklich nur auf das Fest ankommt oder dass sie auch wirklich, oder sagen mal verstärkt es aufs Fest ankommt und die Ehe tatsächlich dann etwas in den Hintergrund trägt, also man hat dieses große Fest und dann den Alltag der Ehe, oder würdest du sagen, das ist schon irgendwie die reine Liebesheirat, die du da irgendwie nur die richtige Form gibst? Also schon, da würde ich sagen, sowohl als auch. Also meine persönliche Erfahrung ist, je jünger die Paare sind, desto häufiger ist es wirklich auch die Liebe, dass man wirklich sagen kann, und wegen, okay, das ist halt eben so dieses, oh, überschwänglich und wir wollen jetzt unbedingt heiraten, weil wir sind so glücklich. Und wenn sie aber dann länger zusammen sind, eben so dieses Durchschnittsalter, also wenn man dann eben über die 30 geht, dann ist es häufig, die sind dann eh schon lange zusammen und jetzt heiraten wir. Und das muss aber gut werden und wir haben die und die Vorstellung und mach das. Und dann sagen die mir das auch so, also auch Paare sitzen mir gegenüber, wir haben eigentlich gar keinen Bock auf heiraten, aber das soll ein gutes Fest werden, weil die Familie will es ja und es soll auch schon schön werden. Und dann ist der Anspruch trotz allem sehr, sehr hoch, obwohl es dem Brautpaar eigentlich jetzt so rein persönlich zweitrangig ist. Aber man macht es halt und da gibt es also die einen und die anderen. Und dann gibt es wieder Brautpaare, die haben dann nächtelang irgendwo rumrecherchiert und gegoogelt und gemacht und getan. Und das sind aber häufig die nicht zu uns als Planer kommen, weil das beißt sich einfach. Ja, da brauche ich dann keinen Planer mehr. Wenn ich selber dann recherchiere und mache und tue, dann gebe ich auch nicht ab. Genau. Carlos, du musst übrigens auf die Uhr schauen. Ja. Ne? Wir laufen schon aus dem Ruder. Ja. Also, ich hätte da, du hast jetzt gesagt, ne, die Leute wollen eine schöne Hochzeit, die haben ja so Vorstellungen und sie wollen das gut umgesetzt haben und damit das klappt, nehmen sie dich. Ich habe mal aber jetzt ein bisschen geguckt und recherchiert. Es gibt ja unglaublich viele Serien, Filme, Bücher, die jetzt dieses Thema Hochzeit, Idealhochzeit bedienen. Also momentan laufen im Fernsehen bei Six, dem selbsternannten Frauensender, Die perfekte Hochzeit, eine Sendung. Die andere Sendung heißt meistens gleich im Anschluss Mein perfektes Hochzeitskleid. Das wird in mehreren Sendungen, also in mehreren Folgen hintereinander gesendet. Das sind also gut 4 Stunden nur irgendwie Hochzeitsvorbereitungen, die man sich da angucken kann. Und das hat offensichtlich ein großes Publikum, denn auch auf einem Konkurrenzsender bei Vox kann man 4 Hochzeiten und eine Traumreise sehen, die etwas mehr wettbewerbsorientiert ausgelegt ist, wo dann 4 Paare sich gegenseitig bewerten im Laufe einer Woche, wer hat die beste, schönste, tollste Hochzeit ausgerichtet nach gewissen Kriterien und am Ende gibt es dann einen Gewinner. Das Ganze wird moderiert von Frank, dem Wedding Planner, der auch eine gleichnamige Sendung ebenfalls auch schon hatte und natürlich gab es auch davor schon seit den 90ern, also die große Mutter aller Hochzeitssendungen, die Traumhochzeit mit Linda de Mol, das wird den meisten auch hier in Erinnerung sein, gab es auch später nochmal eine Nachfolgesendung. Es gibt Filme wie den Wedding Planner mit Jennifer Lopez und so weiter und so fort. Also meine Frage ist jetzt, wenn wir so zugepflastert werden, ja, mit so vielen Sendungen, die ja auch immer gewisse Bilder schon transportieren, wie so eine tolle Hochzeit auszusehen hat, ne, worauf man achten muss und so weiter. Inwieweit sind dann tatsächlich diese Vorstellungen, die die Leute haben, ihre Vorstellungen oder findest du, bemerkst du mit der Zeit, dass die Leute tatsächlich zunehmender sozusagen schon professionalisierter an dich herantreten, informiert oder beeinflusst durch all diese Sendungen, Formate, und dass das Ganze dann schon, also durch diese, also bemerkst du diese Kommerzialisierung der Ehe, also dieses Rituals als solchem? Ja, also ich sag mal, so viele Brautpaare sind, also die Hochzeiten sind dann schon sehr individuell. Es kommt also stark auf die Brautpaare an. Ich habe also schon Brautpaare, die wirklich das alles ganz anders machen als andere. Da läuft auch alles dann ganz anders. Und dann gibt es halt welche, die halt zu mir kommen und sagen von wegen, ich habe die und die Ansprüche. Es kommt immer so ein bisschen auch auf die Person, ja, an die ich eben dann da auch habe. Das Problem ist bei diesen ganzen Sendungen, wo natürlich immer alle sagen, ja, ich habe gesehen, ich kann hier mit 100 Euro, mit 100 Personen für, keine Ahnung, 3.000 Euro heiraten. Können Sie das auch machen? Das ist natürlich für uns dann schwierig, weil wo die auch
auch immer geheiratet haben, das war dann vielleicht irgendwo nicht in Frankfurt, wo das so nicht realisierbar ist und das ist dann immer schwierig mitzuteilen, weil das auch vorne ab, vorweg keiner glaubt, ja, also das ist immer schwierig. Oder wir sagen dann auch, ja, wir könnten das schon realisieren, Frage sind dann nur die Wünsche, ja, und dann rechnet eben dann doch keiner damit, dass es dann eben nur eine Halle ist, wo halt wirklich der Putz bröckelt, weil das eben in dem Preisrahmen ist. Also es ist da immer ein bisschen schwierig zu gucken, was sind die Vorstellungen, die man auch suggeriert bekommt, was man auch für das Geld bekommt, weil das geht weit auseinander. Also es ist zu 99% so, dass ein Brautpaar mir vorher einen Betrag nennt, den es ausgeben möchte, der nicht realistisch ist. Also wo ich vorher weiß, bei den Fakten, die sie mir nennen, das sind dann Eckdaten, dann wird zum Beispiel gesagt, ich hätte gerne, was weiß ich, ein 3-Gänge-Menü, ich hätte gerne den und den DJ, ich hätte gerne dies und das und besonders wichtig ist mir X. Und dann weiß ich schon, okay, wir liegen zum Ende hin. Ich sag mal, dafür mache ich es eben auch lange, dass ich die Beträge dafür kenne. Ich weiß, welche Dienstleister ich dafür anfragen müsste, die das realisieren können oder welche Locations dafür zur Verfügung ständen. Und dann weiß ich, dann liege ich bei der Summe und dann passt das eigentlich zu 99% nicht. Also das ist wirklich 1 zu, sage ich jetzt mal 50, dass ein Brautpaar zu mir sagt, okay, hier, ich möchte das und das ausgeben und ich denke mir, okay, da müssen wir gucken, dass wir den Betrag überhaupt auf verbraucht bekommen, weil es so weit drüber liegt. Das ist dann doch eher selten. Da ist es doch eher, dass es da falsche Sachen einfach suggeriert werden. Ja, also eben auch dieser Punkt Durchschnittskleid 800 €. Ja, kommt drauf an, was dann da für ein Kleid möchte. Ist das eher schwierig? Ja, also das sind halt all diese Punkte. Da geht es einfach stark auseinander. Ja, ich befürchte, wir müssen wahrscheinlich, ich habe auch noch ganz viele Fragen hier eigentlich stehen und auch schon im Kopf, aber ich glaube, wir müssen mal kurz, mit Blick auf die Zeit, würde ich gerne dir eine Frage stellen. Und zwar, du hast ja dieses wunderbare Zitat gehabt, du blätterst durch Profile wie durch die Seiten eines Otto-Katalogs, du siehst dein Produkt und bist begeistert, du blätterst weiter und findest was noch Besseres. Und du hast vorhin davon gesprochen, dass es irgendwie danach bei vielen Paaren, wenn die sich dann bei so Online-Plattformen tatsächlich kennengelernt haben, so Prozesse der Nachromantisierung gibt. Ja? Also dass sie irgendwie nachher versuchen, irgendwie sich eine gemeinsame Geschichte zu erfinden oder dass sie irgendwie versuchen, diesen ja doch irgendwie Kontingente zusammentreffen im Internet oder ja tatsächlich irgendwie ein Zusammentreffen, was durch einen Algorithmus bestimmt wird, ja? Was ja nun wirklich jetzt gar nicht irgendwie den klassischen romantischen Bildern entspricht, dass irgendwie eine Maschine oder ein Bot die Paare zusammenbringen. Was sind da sozusagen klassische Strategien und spielt da die Ehe eigentlich auch eine Rolle, um das sozusagen zu bestätigen, ja? Dass man nachträglich sozusagen diese Beziehung nochmal in diese Form, vielleicht eine Form gibt. Ja? Ist da eine Ehe irgendwie ein Instrument? Also ob die Ehe dann letztendlich mit Sicherheit auch ein Instrument, was halt häufig passiert ist oder was ein häufiger Grund ist, es wird halt nachromantisiert, also das heißt eigentlich im Sinne von sowas wie so Aussagen wie zufällig waren wir zur gleichen Zeit online, wir haben uns unabhängig voneinander zur gleichen Zeit angeschrieben und also solche Geschichten werden dann sozusagen da draufgelegt, bis hin zu, dass Geschichten erfunden werden, wie man sich eigentlich kennengelernt hat für die Familie, für den Freundeskreis. Das wird dann ein bisschen verschwiegen, also dieses eigentliche Kennenlernen, da werden Geschichten erfunden, um dann halt das in so einen Kontext zu setzen, in so eine Struktur, weil dieses ein Topf, ein Deckel Konzept oder der romantischen Liebe, das funktioniert, das knirscht halt sehr stark in dieser Standardisierung. Klick, nein, Klick, nein. Nein, also ich mache es jetzt mal ganz profan. Also es gibt genau alle möglichen Selektionsverfahren und das hat mich eigentlich auch nochmal so interessiert oder das fand ich sehr spannend in dem Kontext, dass es natürlich Partnersuchende gibt, die sich sehr stark sich darauf verlassen, dass dieses Matching für sie das matcht und dann sind das ja auch Experten, die machen das, dann sind die auch so ein bisschen verantwortlich dafür. Aber, und ich dachte, das unterscheidet sich dann ganz stark von den Leuten, die halt lieber selber suchen und selber stundenlang aussortieren oder kontaktieren. Ich will es gar nicht so negativ formulieren. Eigentlich war es dann so, dass die, selbst die gematcht werden, haben so viele Matching-Partnerinnen und Partner gegenüber, dass die selbst auch sehr starke Selektionskriterien dann auch nochmal anlegen. Das heißt, die verfeinern nochmal ihren Geschmack, haben dann aber letztendlich sehr viele Ängste auch, dass sie dann den passenden Partner eigentlich nicht finden oder verpassen vielleicht, weil sie jetzt zu eng das gemacht haben. Wie das dann letztendlich mit Ehe und auf die Ehe, ob das dann zu der Ehe führt, das ist sozusagen nicht, sagen wir, das war nur peripher in meiner Arbeit sozusagen der Punkt, aber wenn man sich jetzt so auf den Plattformen selbst nochmal so diese Ehe-Videos anguckt, die gezeigt werden, da sind diese Nachromantisierungseffekte auch ganz stark drin. Vielleicht noch kurz, aber das scheint ja tatsächlich so zu sein, also sind 37% der Paare nach einem Jahr heiraten und 16,4% oder wie viel es auch immer waren, tatsächlich von geschlossenen Ehen
solche sind, die sich durch Online-Bekanntschaften gegeben haben, dann ist es ja tatsächlich, also dann erweckt es ja ein bisschen der Eindruck, als müsste man dann, nachdem man sich sozusagen durchgeklickt hat und irgendwie jeder von den beiden Partnern ja irgendwie den Eindruck haben muss, okay, du warst einer von 35 irgendwie Auswahlmöglichkeiten und ich habe es gerade geschafft, ja, dann ist es natürlich irgendwie schon so vielleicht die Ehe dann genau dieses Instrument, oder es liegt ein bisschen in der Literatur auch nahe, dass man irgendwie sagt, okay, mit der Ehe bekräftige ich dann auch diesen Zustand, dass wir jetzt dass du der einzige und alleinige Partner bist, mit dem ich das Leben habe, um gerade diese Zufälligkeit, ja, dass ich dich nicht weggeklickt habe oder ich gerade irgendwie keine Lust hatte und gesagt habe bei Tinder, ich schieb dich mal zur Seite, tatsächlich ja irgendwie eine Zufälligkeit, die vielleicht durch die Ehe so eine, sagen wir mal, Reduktion von Kontingenz irgendwie ist, ja, dass man irgendwie sagt, okay, ich muss das irgendwie nachträglich zu einer Narration irgendwie machen. Also kannst du das irgendwie, war das ein Thema oder kannst du das einfach nicht so richtig... Also diejenigen, die ich interviewt habe in dem Kontext, waren teilweise noch, also waren auf der Suche, waren jetzt nicht verheiratet, aufgrund des Online-Datens. Deswegen habe ich das in meiner Forschung kann das nicht so bestätigen, aber in dem Kontext des Kennenlernens, oder es wurde sehr stark auch darüber immer so referiert und gesagt, ja, andere Paare lernen sich auch darüber kennen und die wollen das dann vielleicht auch dingfest machen, recht schnell, weil man hat ja dann jemanden gefunden, man hat auch ja Geld investiert, also so ein Abo kostet, wenn man es, also das ist ein bisschen fies gestaffelt, weil wenn man es 2 Jahre nimmt, ist es natürlich billiger, als wenn man es 12 Monate nimmt oder 6 Monate, ne? Je nachdem, wie sicher man ist, wann man halt jemanden findet. Und das, ne, das ist dann mal 65 Euro im Monat, 55, glaube ich, oder 24 Euro oder 25 Euro. Deswegen, das vielleicht auch dann so eine gewisse, also vielleicht um noch diesen Konsumaspekt noch mit reinzubringen, der natürlich von den Leuten dann auch sehr stark reflektiert wird und auch kritisiert wird, dass sie dann sagen, okay, vielleicht muss ich das jetzt auch lohnen, also von wegen diesem Aspekt, der ich habe jetzt schon investiert, genau. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, Carlos, mach du doch die Überleitung. Genau, wunderbar. Also ich habe nämlich gerade auf die Uhr geguckt, wir mussten uns kurz absprechen, dass wir keine weitere Frage jetzt mehr stellen dürfen. Genau, wir haben jetzt sozusagen ein ziemlich, sagen wir mal, wie soll man das formulieren, einen kleinen Cut in der Veranstaltung, nämlich wir haben 2 Perspektiven, die sich sehr, sehr kritisch mit der Ehe auseinandersetzen. 2 Perspektiven, die selbst sozusagen einen queerfeministischen Blick auf die Ehe werfen. Die nächste Vortragende wird Elena Bartha sein. Elena ist Historikerin und Bildungsreferentin und eine ausgewiesene Fachkraft, wenn es um eine historisch fundierte und queerfeministische inspirierte Kritik der Ehe geht. Nicht nur auf zahlreichen Workshops in der gesamten Republik, sondern auch in Texten geht sie den Exklusionsmechanismen der Ehe nach, der Ehe als Rechtsinstitution, als familiäre Tradition, als Lebensmodell. Genau das wird sie sozusagen heute auch kritisieren. Ich bin sehr gespannt, ob wir der Ehe nach ihrem Vortrag noch irgendetwas abgewinnen können. Herzlich willkommen, Elena Bartha. Ich werde mal versuchen, wie das funktioniert, wenn man das in der Hand hält. Genau, ich bin Historikerin und werde versuchen, mit Blick in die Geschichte so ein bisschen den Traum platzen zu lassen. Das Bild, das ich gewählt habe in meiner Präsentation, ist deswegen, weil ich gerade versuche, ein Outfit für eine Hochzeit, für eine alternative Hochzeit zu finden und überlege, ob ich in Kleid und Sneakers oder einem ironischen Jackett gehe. Ich frage mich nämlich seit längerem, ob wir uns gerade in einem Backlash befinden. Deswegen, weil für mich Ehe als juristischer Vertrag zwischen 2 Personen genau die gesellschaftliche Instanz ist, die die Rahmung für heteronormative Kleinfamilien bildet. Ehe ist quasi das Kronjuwel, würde ich sagen, staatliche Einflussnahme auf emotionale Beziehungen und regelt in unzähligen Paragraphen, wer mit wem darf, wer nicht darf, was Gründe für Trennungen sind oder ähnliches. Diese Regelungen, die angeblich so private Liebe umgeben, sind für mich Ausdruck des staatlichen Interesses daran, aber auch der Definition. Wenn man Kinder fragt, sagen sie, Ehe, das ist doch verliebt, verlobt, verheiratet, oder im Englischen ein bisschen detailreicher, wer auch immer, sitting in a tree, kissing, first comes love, then comes marriage, then comes the baby in the golden carriage.
Diese Form von bürgerlicher Ehe, wie sie in jedem Kindergarten nachgespielt wird, ist nicht vom Himmel gefallen, sondern historisch gewachsen. Das heißt, die Verbindung von Ehe als juristischem Vertrag und Liebe als Gefühl wird genau in dem Moment gesellschaftlich hegemonial, also mit Aufklärung und Kapitalismus neue Formen von Arbeit, Geschlecht und bürgerlichem Subjekt erst entstehen. Wenn wir uns in vorindustrielle Wirtschaftssysteme bewegen, dann wird dort der Lebensunterhalt von einer großfamiliären Einheit geleistet. Das heißt, alle Personen in dieser Einheit sind dafür zuständig, Essen, Geld, wie auch immer, Sachen ranzuschaffen. Die Verbindung von Personen damals ist keine romantische, sondern eine strategisch-ökonomische Frage, die Besitz regelt. Die Industrialisierung verändert dann Lohnarbeit, Menschen ziehen in Städte, viel kleinere soziale Einheiten werden notwendig, aber auch Kindheit ändert sich. Kinder werden nicht mehr so stark für Landarbeit gebraucht, dadurch kann Kindheit, so wie wir sie kennen, überhaupt erst entstehen. Genau, durch die Aufteilung in diese Lohn und, also in diese Trennung zwischen Lohn- und Sorgearbeit, passiert auch eine geschlechtsspezifische Aufteilung von Arbeit. Das heißt, weibliche Arbeiterinnen machen zusätzliche Hausarbeit, weil der männliche Arbeitslohn viel höher ist und es viel, so viel mehr Sinn macht, gemeinsam Dinge zu erwirtschaften. Dabei entsteht ein System, das die Pflege von jungen und alten Menschen, Waschen, Kochen etc. zu etwas macht, also zu einem unbezahlten Liebesdienst macht, den Frauen vor allem als Zuneigung für ihre Kinder und ihre Partnerinnen machen und immer noch machten, machen und immer noch machten, ach wie auch immer. Die Rahmung dieser Liebesdienste ist die Ehe. Auch bei jungen und progressiven Paaren, die glauben, dass sie sich diese Arbeit teilen, ist, wenn man sich das ganz genau anschaut, die Arbeit immer noch ungleichmäßig verteilt zwischen Geschlechtern. Das muss auch so sein, weil wenn diese kostenlose Arbeit nicht existieren würde in unserer Gesellschaft, könnte weder der Kapitalismus funktionieren, noch die kommende Generation entstehen. Die kommenden Generationen relevant, um die Personen zu bezahlen, aber genauso relevant, um beispielsweise die eigene Kultur vor nicht-deutschen Einflüssen zu bewahren. Das Interesse vom Nationalstaat zeigt sich vor allem daran, wer welche Privilegien bekommt. Ehe einerseits oder die vor allem monogame Ehe versucht, Partnerinnen emotional, ökonomisch und sozial aneinander zu binden. Das bedeutet unter anderem auch, dass ganz viele Dinge ins Private abgedrängt werden, Dinge, die überhaupt nicht, nicht regelbar sind. Liebe als Grundaspekt wird in ganz vielen Zeitschriften erklärt, wie wir Liebe sehen, wie wir Liebe empfinden, was richtige Liebe bedeutet, ist etwas, das wir schon sehr früh erkennen. Diese Grundregeln, also Grundregeln romantischer Beziehungen, sind sehr tief in uns eingeschrieben. Wenn wir uns überlegen, wenn wir diese romantische Liebe auf andere soziale Beziehungen umsetzen und uns fragen, boah, wie kann man nur mehr als nur ein Kind lieben? Oder ich habe meine beiden Väter gleich gerne. Wenn man sich solche Fragen stellt, wird es klar, wie absurd die Fokussierung von Liebe auf nur eine Person wird. Ich frage mich deswegen, warum heiraten so viele Menschen, aber auch, warum ist Ehe zum Hauptpolitikum schwul-lesbischer Verbände geworden, obwohl es ganz viele andere Dinge gibt, die in queeren Communities überhaupt relevant sind. Diese Frage habe ich versucht zu beantworten, indem ich mich durch die Online-Fotoalben von meinen befreundeten, verheirateten Menschen geklickt habe und wenn ich mir diese Fotos ansehe, dann wird für mich klar, die heiraten aus Liebe, in irgendeiner Art und Weise. Ihre Liebe wollen sie durch ihr öffentliches Gelöbnis irgendwie stärken, als ob sich Gefühle vertraglich binden lassen, als ob Liebe irgendwie einklagbar oder irgendwie rechtlich absicherbar wären. Sie behaupten manchmal auch, sie wollen sich's bei Ämtern einfacher machen und reduzieren dabei meiner Meinung nach ein Gefühl zu einem staatlich regelbaren Objekt und schreiben sich einen sehr repressives System an, um in der Normalität irgendwie anzukommen. Meine Perspektive ist, dass es sich lohnt, sich dem elterlichen Wunsch nach goldenen Ringen nicht zu beugen, dass es sich lohnt,
die Abwesenheit von Partnerinnen oder andere Partnerinnen als gleichwertig einzustufen. Und ich sehe Kritik als Ehe nicht als Abwertung von Liebe, sondern als Aufwertung. Mit Aufwertung meine ich zum Beispiel Sorgearbeit alternativ zu gestalten. Als Beispiel, eine schwule Organisation in New York leistet gerade kostenlose Sorgearbeit für lesbische Vereine, um sich für die Sorgearbeit während der HIV-Krise irgendwie zu revanchieren. Für mich bedeutet das aber auch eine Aufwertung von Gefühlen, Gefühle von Kindern ernst zu nehmen und ihre Freundschaften zu respektieren. Es bedeutet, sich nicht in Kernfamilien spalten zu lassen, sondern solidarische Wege des Zusammenlebens zu finden. Es bedeutet, Liebe nicht als Pflicht, sondern als Ware, nicht als Pflicht oder Ware, sondern als Prozess zu sehen. Denn die für mich relevante Frage ist, ist nicht, willst du für immer mein sein, sondern wie man im letzten Bild gesehen hat, willst du mit mir ein Eis essen gehen? Genau, danke schön. So. Und in dieser Linie wird die Kritik an der Ehe gleich fortgesetzt von Christine Weiß. Sie ist Medienpädagogin, die im Spannungsfeld von kritischer Medienpädagogik und feministischer Mädchenarbeit tätig ist. Sie ist Mitglied im Vorstand der Medien-LAG Medienpolitik in Hessen e.V. Mädchenpolitik, ja, also im Vorstand der Medien-LAG Mädchenpolitik in Hessen e.V. Ist auch schwierig, hey. Sie gibt auch sonst Vorträge über Frauenbilder in Medien und heute Abend wird sie uns einen kritischen Blick über Medienbilder zum Thema Hochzeit und den Werten, die sie vermitteln, geben. Vielen Dank. Medienpolitik mit, wenn das jemand gründen möchte, fände ich das super. Geht das so? Genau, ich knüpfe an, was Elena schon gesagt hat, in der historischen Einordnung von Familie, Ehe, Hochzeit. Und gerade bei geschichtlichen Momenten ist es ja so, das wird dann ganz schnell in unserem Kopf schwarz-weiß und ist sehr weit weg und hat eigentlich nichts mehr mit uns zu tun. Und natürlich auch nicht mit dem, wie wir was leben. So eine Werbung wäre wahrscheinlich heute nicht mehr möglich. Wahrscheinlich. Aber nur weil die schwarz-weiß ist aus den 50ern, heißt es nicht, dass die Strukturen, die dahinter sind, nicht noch trotzdem eine Rolle spielen. Das ist 2014. Man sieht Schweinsteiger, er hält den Pokal, neben ihm sitzt seine Freundin Delling, sagt, Doppeltrophäe. Frauen als Objekte, als Trophäe, die dem Mann aufwertet und zugeschrieben ist. Diese Bilder erzählen uns was über Normen, Werte und Vorstellungen in der Gesellschaft und sind wirkungsmächtig. Das ist so eine klassische Geschichte. Die bürgerliche Frau wird aufgewertet, wird zur Prinzessin durch die Heirat mit einem Prinzen. Diana ist eigentlich bürgerlich. Prinz Charles ist es nicht. Und was wir sehen, wenn man bitte das mal vergleicht, das Größenverhältnis passiert durch die Hochzeit eine interessante Wandlung. Das passiert nicht zufällig. Das Bild ist kein, stell dich mal ein bisschen niedriger, Diana wird ein Kopf kürzer oder kleiner gemacht. Auch das, was wir an diesen Bildern und an Überschriften sehen, löst was bei uns aus. Mittwoch ist Vatertag, da bin ich für Marie da. Fantastisch, ein Vater, der sich kümmert, wir sind begeistert. Das ist das, was Beck nennt, verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Ein Tag in der Woche, Vatertag, wir kriegen sofort gute Gefühle. Bei der Frau dagegen ist die Überschrift im gleichen Zeitraum erziehen, 6 Tage Karriere, ein Tag für das Kind. Oha. Ja, ist das gut für das Kind? Was macht ihr eigentlich 6 Tage Karriere? Und wer kümmert sich eigentlich ansonsten um das Kind? Geht das so? Also wir haben Erwartungen, wir haben Bilder dahinter und das wird natürlich auch gerade in diesem Bereich von Hochzeit und wenn es um Care-Arbeit geht, verhandelt. Diese Überschrift, so wie sie da ist, gab es nur ungefähr einmal, nämlich in dieser Zeitung. Ansonsten war die Überschrift natürlich nie gefeierte Rechtsanwältin heiratet Schauspieler, sondern George Clooney heiratet irgendeine Rechtsanwältin.
die damit aber auch ihren Nachnamen aufgab. Also es ist eine international bekannte große Rechtsanwältin, die heißt jetzt Frau Clooney und wird bei der Arbeit gefragt, Mrs. Clooney, wer macht eigentlich ihre Roben? Welcher Designer? Kate Middletons Brautkleid hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag, also um einfach auch nochmal zu sehen, welche Bedeutung das in dieser Gesellschaft hat, obwohl Wikipedia von jungen, weißen Männern der Mittelschicht geschrieben wird. Ja, also, und auch das, was das Kleid nämlich darstellt in Weiß, die Jungfräulichkeit, ist ein Thema, wenn man sich mal Twilight anguckt, die Bücher, das ist eine Collage der Titel der vier, wo ganz klar verhandelt wird, sowohl der Sündenfall, eben aber auch die Defloration, der Verlust der Jungfräulichkeit in der Hochzeitsnacht. Nicht nur in Büchern, wo die Hochzeit dann als das große Ziel gezeigt wird, sondern eben auch bei Adriana Lima, die Model ist und wenn man die googelt, ein großes Thema ihres Lebens offensichtlich ist, dass sie bis zur Hochzeit Jungfrau war, was einmal das bedeutet. Aber es wird, wie gesagt, über den Körper von Frauen, über Sexualität, wird auch über Hochzeit Werte und Normen und Normativität entwickelt. Genau. Das ist, finde ich, trifft es sehr, sehr gut, weil das ist nämlich genau dieser Spannungsmoment zwischen Hure und Heilige. Das ist in der Medienarbeit ganz spannend, gerade mit Jugendlichen. Die ist total cool, weil die so versaut ist, aber mit der Treffen hier. Ja. Die Jungfrau wird geheiratet, die Schlampe nicht. Um das mal zuzuspitzen. Wenn ich eine andere Lebensoption, andere Vorstellung habe, Eis essen gehen, gibt es keine Angebote, weil das oberste Ziel so besetzt ist von der Vorstellung dieser binären, heteronormativen Ehe von Mann und Frau, auch so weit, dass seit es schwul-lesbische Beziehungen gibt und offensichtlich keine Glitzereinhörner bisher hier aufgetaucht sind, ist es so, dass wir trotzdem aber in unserem Kopf die Vorstellung dieser Binarität, dieser Heteronormativität so weit aufrechterhalten, genau, dass auch in schwul-lesbischen Beziehungen die Fragen häufig kommt, wer ist eigentlich die Frau in der Beziehung und damit natürlich auch Macht und wer macht die Care-Arbeit verhandelt wird. Frau bedeutet bestimmte Sachen, Mann in der Beziehung bedeutet bestimmte Sachen und auch die Kleidung orientiert sich immer noch an dem Bild der normalen heteronormativen Ehe. Soweit, dass es für andere Beziehungsformen, andere Sexualitätsformen, wie auch immer, eigentlich keine Bilder gibt, sondern nur Symbole. Das ist mal so eine Auswahl der verschiedensten Formen, die es so gibt, die alle eine bestimmte Bedeutung haben, bestimmten Gruppen zugeordnet sind, also eine große Vielfalt da ist, die aber in diesen Bildern nicht gesehen wird. Diese Bilder entstehen natürlich in der Gesellschaft, die sind konstruiert, die werden gemacht und die werden eben auch in der Erziehung gemacht und die wird im Moment besonders gemacht. Wer je versucht hat, in letzter Zeit Kinderkleidung zu kaufen oder Spielzeug kommt aus dieser rosa-blau-Falle nicht raus. Und wie gesagt, Chips, der neue Trend für Männer und Frauen. Und das ist so wirkmächtig, dass wir auch, wenn wir andere Familien oder Beziehungsmodelle aufbauen, aufmalen, wir aber trotzdem immer in so einer Binarität sind. Es geht auch immer nur um zwei Leute und die werden eben dem Ursprung zugeordnet. Na gut, außer Batman jetzt. Aber Batman hat ja auch gar keine Beziehung, glaube ich. Also, es geht darum, dass es ein großes Privileg ist. Privilegien haben den Vor- und den Nachteil, dass man sie nicht spürt. Und wenn man nochmal sieht, was dieses privilegierte George Clooney und diese Anwältin, eine Option ist, während hier in dem Bereich so viele verschiedene Varianten sind, die nicht gesehen werden, die dadurch abgewertet werden, die weniger wert sind. Und deswegen wäre die Forderung dazu, dieses Binary Gender zu smashen und für eine bessere Welt eine große Diversität, viele Möglichkeiten, die gleichberechtigt nebeneinander sind und in die alle sich aussuchen können, wie sie leben wollen, ohne dass es eine Konkurrenz gibt und eine Abwertung von einer Beziehungsform. Danke. Wunderbar, es geht wieder. Ja, vielen Dank für die beiden wunderbaren Vorträge, die tatsächlich, ja, die Ehe jetzt in keinem guten Licht dastehen lassen. Und wir haben ja vorhin sozusagen in der Einleitung vielleicht auch dem Faktencheck so diese Rechtspassage aus dem Grundgesetz zitiert. Und es ist eben sozusagen das, was sie beschreibt, ist diese lebenslange Partnerschaft von zwei Partnern, und eben nicht zwei Partnern, sondern Mann und Frau.
Und das Problem ist ja sozusagen, dass wir es einerseits mit einem Grundgesetz zu tun haben, ja, was sozusagen ja diesen speziell mit diesem Schutz der Ehe ausgestattet ist und dann irgendwie verbunden ist mit diesem Schutz der in Anführungszeichen Normalfamilie. Also das ist ja so, geht ja Hand in Hand. Was ich mich eigentlich fragen würde, oder was ich vielleicht als erstes mich fragen würde, es gibt ja so eine Art Bewegung jetzt gerade auch in Frankreich, oder ich glaube, die Grünen haben das gerade auch wieder ein bisschen stark gemacht, diese Idee des Zivilpaktes, also das heißt ja, glaube ich, Paxé in Frankreich, also sich tatsächlich verpakten in irgendeiner Hinsicht. Könntet ihr dem Gedanken was abgewinnen, weil das tatsächlich ja nicht unbedingt, also das ist, glaube ich, man kann sich das tatsächlich vorstellen, dass sich auch ganze Seniorenheime verpakten könnten. Man kann sich polyamoröse Beziehungen vorstellen, die sich verpacken können, aber auch tatsächlich die klassische katholische Familie, die tatsächlich einen Heiratswunsch hat. Also wäre das eine Idee, oder würdet ihr sagen, diese Idee des Paktes, ja, die ist an sich irgendwie abzulehnen? Auf der anderen Seite muss man sagen, der Pakt hätte ja in dem Sinne vielleicht den Vorteil, dass man ihm juristisch insofern vielleicht jetzt gar nicht in der Sicherheit, ja, dass man familiär irgendwie abgesichert ist und der andere irgendwie immer für einen da ist, sondern in der Sicherheit könnte ja auch sein, okay, man kann den tatsächlich dann im Krankenhaus besuchen, man kann bestimmte Entscheidungen für jemand anderes fällen. Also die ganzen Sachen, die ja für Paare, die Kinder haben zum Beispiel, irgendwie problematisch sind, wenn sie nicht verheiratet sind. Also könnt ihr euch sowas vorstellen? Also vielleicht erstmal du, Elena, kannst du dir irgendwie sowas wie einen Zivilpakt vorstellen oder kannst du dem etwas abgewinnen? Also ich kann der Idee schon was abgewinnen, insofern ist, dass ich glaube, dass es natürlich notwendig ist, Verträge einzugehen zwischen Personen. Also wenn ich mir zu viert das Sorgerecht für ein Kind teile, dann macht es Sinn, dass irgendwo festgelegt ist, diese vier Personen dürfen das Kind vom Kindergarten abholen. Ja, also das macht in meinem Kopf Sinn, genauso wie wenn ich in einem Hausprojekt lebe mit 15 Personen, macht es Sinn, dass vertraglich festgelegt ist, dass ich so und so viel Miete zahle und dienstags Spüldienst habe. Ja? Also so Verträge schließen wir jeden Tag. Ich finde bei der Frage von Hochzeiten, finde ich es gar nicht so relevant zu fragen oder gar nicht so relevant, sich damit zu beschäftigen, sind es jetzt Männer und Frauen? Ich finde, schwule oder lesbische Hochzeiten sind sehr, sehr ähnlich, haben vielleicht rechtlich weniger, ja, wenige Rechte, sind aber von dem ganzen Konglomerat an irgendwie Werten sehr, sehr ähnlich. Also da geht es genauso darum, irgendeine Form von Liebe rechtlich abzusichern. Da geht es genauso darum, dass in solchen Beziehungen dann Sorgearbeit nur von zwei Personen geleistet wird. Ja, ich würde da gar nicht so den starken Unterschied machen. Genau. Wahrscheinlich besser. Tatsächlich würde ich mich da auch anschließen, dass ich schon, natürlich geht es auch um Verbindlichkeiten, um Care-Sachen, um sich umeinander sorgen, und das muss irgendwie organisiert werden. Und tatsächlich würde ich das im Zuge eines, ich komme ursprünglich aus der Religionswissenschaft, fände ich ja einen laizistischen Staat, in dem Religion und Staat getrennt sind, eine ganz gute Idee. Das ist in Deutschland nicht so. Und dass so eine zivile Form, das ist natürlich sehr gut ersetzen könnte, dass man für bestimmte Menschen sagt, so gerade sowas wie Krankenhausbesuche und sowas, weil das einfach eine große Rolle spielt im alltäglichen Leben und wo die großen Probleme sind für die, die nicht verheiratet sind, wäre das eine gute Option, die natürlich dann aber eben auch gerade aus diesem religiösen Kontext dann ausgelöst werden müsste. Und eben aus dieser Dualität und dieser Vorstellung, was ja auch vorhin gesagt wurde, ich kann eine Ehe führen mit zwei Männern, wenn es eine Ehe ist, tatsächlich, wenn ich eine Geschlechtsangleichung gemacht habe. Aber im Umkehrschluss, das bedeutet, wenn ich eine Geschlechtsangleichung vorhabe, das unter Umständen das Ende meiner Ehe bedeutet. Ja, vor 2008 war das ja, glaube ich, genau. So. Ne? Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war tatsächlich nicht ganz geklärt, was dann, ich glaube, da gab es ja diesen Transsexualität. Vor 2008 war klar, dass ich mich scheiden lassen muss. Genau, wenn ich mein Geschlecht umwandle. Genau. Ja, vielleicht, ich meine, es ist ja schon ein bisschen so, aber ihr würdet schon sagen, also man braucht vielleicht schon irgendwie so eine Alternative, die sich aber auch so vertragt. Also ihr habt jetzt beide gesagt, ja, Verträge sind irgendwie wichtig. Also ich meine, so mit so einem gewissen anarchistischen Geist ausgestattet, würde ich sagen, brauchst du das überhaupt? Also ihr würdet schon sagen, dass es das braucht oder dass man irgendwie so eine Art Alternative braucht, in die irgendwie laizistisch ist, insofern, dass sie wirklich tatsächlich ein Zivilpakt ist, also zivilrechtlich, und irgendwie dann vielleicht auch eine Neuinstitutionalisierung ist, die dann befreit ist. Also dass man tatsächlich sagen kann, okay, es kann etwas geben, was dem vielleicht in der Rechtsform, jetzt rein in der Rechtsform irgendwie vielleicht gar nicht so unterschiedlich ist, ohne halt sozusagen diese Exklusionsmechanismen, aber dass man sagen kann, es braucht eben diese Neuinstitutionalisierung, weil die Ehe ist so aufgeladen, die wird ihr heteronormatives Gepräge nicht los.
Also würde ja sagen, das ist, also die Ehe kann man nicht retten. Also das ist tatsächlich unmöglich zu sagen, vielleicht können wir die Ehe irgendwie so aufweiten und so neu, also den, auch den Begriff der Ehe vielleicht so dekontextualisieren, so neu benennen, dass es vielleicht möglich wäre, da irgendwie was draus zu machen. Wenn ich, also vielleicht war ja ein emanzipatives, also ich meine, das ist ja ein Problem bei der Homo-Ehe tatsächlich, oder bei der, ist ja sozusagen das, die Frage, ist es sozusagen etwas, was wir als ein emanzipatives Instrument nutzen können oder nicht? Also ich glaube, dass Ehe nie ein emanzipatorisches Moment hat. Also ich, weder historisch noch aktuell kann ich Ehe irgendwann einen emanzipatorischen Effekt abgewinnen. Abseits vielleicht von der Frage von einer rechtlichen Absicherung von Einzelpersonen. Aber das kommt mit so viel Negativität, dass ich dem ganz wenig irgendwie abgewinnen kann. Wir schließen Verträge sowieso täglich. Also ich bin für eine Abschaffung von Ehe. Ich kann alle anderen Dinge, die ich in meinem Alltag mache, so oder so vertraglich regeln. Also das für mich macht Sinn zu sagen, diese Person, obwohl sie nicht deutsche Staatsbürgerin ist, gehört zu mir. Deswegen will ich, dass sie hier mit mir lebt. So, also solche Dinge finde ich viel relevantere Fragen als als das ganze Hochzeitkonglomerat. Noch eine Anmerkung, ich würde es wirklich gerne geschlechtsanpassende Operationen nennen, nicht Geschlechts, was auch immer Sie vorher gesagt haben. Ich wollte auch noch mal kurz einen Moment, weswegen das tatsächlich mit diesem Ehebegriff und naja, dann können jetzt irgendwie Schwule und Lesben heiraten, super Sache, tatsächlich ein Grundproblem auch einfach ist, weil in dem Moment, wo ich eine eingetragene Partnerschaft, die eben nicht gleich ist, bedeutet jede Eintragung in Formulare bei meinem Arbeitgeber, Geberin, wo auch immer, eine Outung meiner Sexualität. Und etwas, worüber man immer noch nachdenken muss, ob man das in bestimmten Kontexten wirklich so möchte. Solange eben die Norm, die heteronormative Norm so durchgängig vorhanden ist, bedeutet jede Abweichung eine Abwertung. Und das macht einen Drumdoktern tatsächlich an der Ehe schwierig. Also vielleicht hätte ich noch eine Frage an dich, Tabea. Hast du schon mal irgendwie eine freie Trauung vollzogen mit einem gleichgeschlechtlichen Paar oder bist du tatsächlich mit sowas wie einer Trauung irgendwie konfrontiert gewesen? Also die Anfragen haben wir schon häufiger mal, aber es ist jetzt in dem Sinne kein Markt. Also wir haben schon häufiger auch Planer, die dann immer mal wieder sagen, doch, wir versuchen das wirklich als Markt auch aufzutun. Da gibt es auch mal Messen in die Richtung und so. Die Erfahrung ist aber auch meine Erfahrung, dass da ein bisschen, dass das Ganze häufig unsteter ist. Also ich habe dann Anfragen von Paaren, die eben gleichgeschlechtlich sind und heiraten möchten, egal ob das jetzt Frauen oder Männer sind. Und es ist dann häufig so, dass halt auch wirklich angefragt wird und man möchte das machen und man hat schon ganz viele Ideen, aber es wird dann im Endeffekt nicht durchgezogen. Das habe ich bis jetzt halt sehr häufig gehabt. Deswegen habe ich auch noch nie eine Hochzeit mit einem gleichgeschlechtlichen Paar selber durchgezogen. Okay. Ja. Aber du würdest jetzt, das ist jetzt einfach nur eine Erfahrung, du würdest jetzt nicht sagen, das ist, okay, alles klar, nur um das klarzustellen. Ja, okay, ja, alles klar. Könntest du, Jana, vielleicht einfach nur, um so eine kleine Verbindung zu machen, kannst du, hast du Erfahrungen in deiner Forschung gemacht von Partnerschaftsbörsen mit gleichgeschlechtlichen Paaren oder sozusagen mit alternativen Beziehungsmodellen? Also was mir begegnet ist, dass damals, also als ich vor 3 Jahren die Forschung gemacht habe, eine App schon ganz groß war, das Grindr, die, wo sich homosexuelle Paare finden konnten, beziehungsweise Kontakte herstellen konnten. Und was ein Aspekt auch ist, den ich in der Forschung auch beachtet habe oder mir angeschaut habe, dass dieses, die Vorstellung von romantischer Liebe oder wie romantische Liebe auch wissenschaftlich diskutiert wird oder dann auch auf diesen Plattformen wieder reproduziert wird, dass sie sehr heteronormativ ist. Und dass das auch fortgeschrieben wird, also diese Vorstellung von romantischer Liebe in dieser Frau-Mann-Konstellation wird ganz stark auch über Bilder, wie man das teilweise auch gesehen hat, dort reproduziert. Aber es gibt, um jetzt nochmal die Diversität oder die Vielfalt nochmal aufzuzeigen, es gibt in Deutschland 2500 unterschiedliche Plattformen. Ne? Also ich habe jetzt wirklich nur so die gängigen untersucht, beziehungsweise halt die Plattformen, aus denen ich dann Interviewpartnerinnen und Partner generiert habe. Aber es gibt für alle möglichen Interessen Plattformen oder Flirtbörsen und auch alle möglichen Richtungen. Das ist vielleicht der Kontext. Alles klar. Ich würde vorschlagen, ich habe gerade wieder einen panischen Blick auf die Uhr gerichtet. Ich glaube, Sie haben wahrscheinlich auch Lust, auch mitzudiskutieren. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt zum nächsten Vortrag kommen. Zum nächsten und zum letzten Vortrag. Und danach können wir dann auch in einer größeren Diskussion auch mit Ihnen zusammen hier nochmal dieses Phänomen Hochzeit diskutieren. Unser nächster Vortragende ist Herr Pfarrer Diemer von der Evangelischen Wart.
Burggemeinde. Wie? Ja. Ne? Ja. Hier aus Frankfurt. Ich hatte auch einen sehr schönen einleitenden Text mir natürlich zurechtgelegt, der irgendwie abhanden gekommen ist. Aber ich erinnere mich noch sehr gut, dass Herr Diemer also seit 1992 Pfarrer in der Wartburggemeinde hier in Frankfurt ist. Als solcher also professionell auch viel mit der Institution Ehe zu tun hat, auch wenn er selbst nicht so viele Hochzeiten bisher geschlossen, also oder ja, sagt man geschlossen hat, schließen sie? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also zumindest hat er dieses Ritual nicht geleitet. Nun gut, hat, wie mir gesagt wurde, das waren das bisher so an die 30, allerdings hängt das auch mit dem Typus seiner Gemeinde zusammen, darüber wird er selbst auch noch etwas sagen, also er sagt, das ist keine Trauungsgemeinde, seine Gemeinde, oder? Gut, auf jeden Fall, übrigens Herr Diemer, Sie können auch schon langsam durchaus vorkommen, ich sehe Sie jetzt leider nicht, aber ach ja, genau. Er selbst ist aber auch, hat auch persönliche Erfahrung mit der Institution Ehe sammeln können, da er selbst auch verheiratet ist. Und so hoffe ich dann aus beiden Perspektiven für uns jetzt hier einen Input für die Diskussion. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ja, man hat mir gesagt, soll jetzt den Ruf der Ehe retten. Das war so im Vorfeld meine sozusagen Hidden Agenda. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht, aber ich bin ja verheiratet, insofern ist mir's egal. Kann alles passieren, was passieren soll. Das erste Wunder, das Jesus vollzogen haben soll, war bei einer Traumhochzeit, nämlich der Hochzeit zu Kana. Da hat er Wasser in Wein verwandelt. Ja, das ist ja ein Kunststück, Anfang seiner Karriere. Und das ist nicht selbstverständlich, weil die Messias dieser Zeit waren eigentlich Asketen, so wie Johannes der Täufer, der Heuschrecken gegessen hat und im Lammfellkleid herumgelaufen ist. Außerdem war Jesus zwar selbst kein Kostverächter, aber die, die ihm nachfolgen, wollten nicht mehr heiraten, denn sie dachten, ja, es kommt bald das Reich Gottes. Das heißt in Kürze eine revolutionäre Umwälzung im sozialen und religiösen Bereich, da lohnt es sich nicht mehr, zum Standesamt zu gehen kurz vorher. Deshalb lebten die Menschen auch gerne als Asketen und die ersten Popstars des Christentums waren sozusagen die Eremiten in Ägypten und Syrien, die zogen sich zurück auf Säulen. Da lebte man besser als in einer erzwungenen Ehe, wo man viele Kinder ernähren musste und musste auf dem Feld irgendeines Despoten arbeiten. Aber es gab dabei einen Triebstau, das ist das Problem. Hier der heilige Antonius, der versucht wird. Es konnte zu Problemen kommen mit der Sexualität und deshalb sagte schon Paulus, wenn ihr unbedingt müsst, dann wenigstens in der Ehe und dann heiratet lieber, ist besser als Unzucht, also lieber so. Dennoch blieb die Ehelosigkeit von hoher Attraktion, gerade auch für Frauen im Mittelalter. Die heilige Ursula sollte verheiratet werden, hat sie gesagt, ich fahre vorher noch mal kurz zum Papst, hol mir den Segen, das hat 3 Jahre gedauert, die Fahrt. Also sie ist auch nie mehr zurückgekehrt. Das war so eine Form, mit Ehe umzugehen. Lieber heiratet man als Braut Christi den himmlischen Jesus und ging ins Kloster. Das war eine echte Alternative gegen Zwangsehen mit irgendeinem debilen Despoten. Wie auch immer war es so, dass die Kirche am Anfang mit der Ehe gar nichts zu tun hatte, denn sie wartete ja auf das Reich Gottes, auf die Umwälzung aller Verhältnisse. Und erst später, als die Kirche, die christliche, dann zu einer staatsbestimmten Form aufstieg, hat sie sich auch um die Ehe gekümmert und wurde ein Monopolist. Gebrochen wurde dieses Monopol wieder durch Luther. Luther war Mönch, seine Frau Katharina von Bora war Nonne, die ist geflohen in einem Heringsfass aus ihrem Kloster. Die beiden waren sozusagen übrig, sie fand keinen Mann, er keine Frau, da haben sie geheiratet und das war sehr bodenständig und hatte mit Sakrament nichts mehr zu tun. Seitdem gehen die katholische Kirche und die protestantische Kirche getrennte Wege. Für die katholische Kirche ist es ein Heiligtum, ein Sakrament, ein Mysterium, die Ehe. Für die evangelische Kirche ist es ein Segen. Man segnet sozusagen die Gemeinschaft, die Menschen miteinander eingehen. Aber nicht nur in dieser Hinsicht hat sich sehr viel verändert, sondern der Staat hat im 19. Jahrhundert, nämlich im Kulturkampf, der preußische, protestantische Staat, der Kirche, vor allem der katholischen, das Recht, Ehe zu schließen, abgerungen. Heute darf nur der Staat Ehe schließen und die Kirche kommt danach. Also keine kirchliche Eheschließung ohne zuvorige standesamtliche Eheschließung. Bis 2008 konnte man sogar bestraft werden gesetzlich, wenn man das trotzdem tat als Pfarrer. Seitdem haben wir recht nüchtern den Ehevertrag. Aber es hilft ja nichts, Ehevertrag hin oder her. Die Ehe hat ein enormes soziales, emotionales Potenzial, allein schon in der Familienaufstellung.
Mag die Mutter den neuen Schwiegersohn, ja oder nein? Das sind enorme Energien, die da fließen. Und natürlich die Frage, die hat sich schon längst vorgestellt bei Paris und den drei Damen. Wen wählt man aus? Wenn es nicht mehr die Zwangsehe ist, ist man selbstverantwortlich für sein Glück oder Unglück. Und wenn man die Helena wählt, gibt es danach Krieg. Das ist keine gute Option. Das heißt, man soll sich gut überlegen, was man da anstellt. Und der Druck ist schon groß. Zum Glück gibt es den Pfarrer. Der Pfarrer, der Evangelische zumindest, der ist kein Wächter über die Moral mehr, sondern so eine Art freundlicher Begleiter, der das Paar so ermutigt, traut euch, man macht viele Fehler im Leben, dann kann man auch den machen. Also auf jeden Fall ist das eher so eine Art Beratungs- und Seelsorgegespräch inzwischen. Allerdings haben diese neuzeitlichen Entwicklungen zum Teil auch recht stilistische Blüten. Zum Beispiel rief mich ein Paar an, es wollte gern heiraten in der Kirche. Ich habe gesagt, gerne, aber machen wir ein Gespräch. Nein, im Pfarrer brauchen wir keinen, wir wollen nur die Kirche. Ja? Also Location ohne Liturgie, das ist so eine sozusagen Blüte dieser Entwicklung. Seitdem haben wir alles. Also es bringen Brautpaare ihre erwachsenen Kinder mit, die dann auch Blümchen streuen. Es sind auch die Kinder aus der vorherigen Ehe mit dabei. Es ist auch der Ex-Mann, die Ex-Frau mit dabei, weil man ist ja gute Freunde geblieben. Und all das soll dann untergebracht werden in einer Feier. Das kann man gesetzlich nicht regeln. Da braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür. Wir tun unser Bestes. Seit 2002, auch eine Folge der Liberalisierung, können gleichgeschlechtliche Partnerschaften auch gesegnet werden, auch in der Kirche ganz offiziell. Und es gibt nun manches gleichgeschlechtliche Paar, ob Mann oder Frau, die auch im Pfarrhaus wohnen. Denn auch viele Pfarrer sind schwul oder lesbisch, hätten gern schon immer ihren Partner natürlich auch offiziell geehelicht, das heißt auch unter dem Segen Gottes gestellt, und das tun sie nun. Allerdings sind auch viele Einflüsse, wir haben es gehört, aus den Medien inzwischen zu verzeichnen. Vieles aus Amerika wird nun eingebracht, zum Beispiel wenn es heißt, ich habe 8 Brautjungfern und 8 Brautjungs oder wie die heißen, ich weiß nicht, und die Kirche ist zu klein in Usingen, um die alle unterzubringen. Also das sind so Entwicklungen, die wir auch mitvollziehen müssen. Und natürlich der enorme Druck, der auf dem Brautpaar lastet, dass es glücklich wird, wie schrecklich. Der Glücksdruck ist enorm, der bürgerliche Glücksdruck. In der Arbeit hat man Frust. Und daheim soll es dann glücken, was natürlich nicht gelingen kann. Deshalb heißt Hochzeit auch Entlastung. Ihr müsst nicht glücklich werden. Ihr dürft, aber ihr müsst nicht. Ja? Es ist ein normales Leben. Es gibt inzwischen sogar schon Scheidungshotels, Trennungshotels, die bieten Wochenende an mit Rechtsanwalt und psychologischer Beratung. Das können wir nicht. Aber es wurde auch in der Kirche überlegt, ob man nicht so eine Art Trennungsritual einführen soll. Zum Glück ist es soweit aber nicht gekommen. Man kann die Ehe kritisch betrachten. Sie wird idealisiert, das stimmt. Aber wollen wir eine Gesellschaft ohne Ideale, ohne Wünsche, ohne Träume, ohne Vorstellungen, ohne einen Überschuss? Man kann ihn auch Liebe nennen. Nein, das wollen wir nicht. Also, Erich Fried hat gesagt, die Wirklichkeit ist nicht die Wahrheit. Es werden immer wieder Ehen geschieden, das ist Wirklichkeit. Die Wahrheit aber ist es, dass wir alle von einem Menschen träumen, der uns erträgt, und zwar ein Leben lang, und der auch dann da ist, wenn wir uns komisch benehmen und daneben benehmen. Und gegen alle Statistik hofft man, dass man diesen Menschen findet, dass er mit uns dieses Leben vollbringt und dass wir so etwas erleben, was einfach wunderbar ist, das ist nämlich Freundschaft, Verbindlichkeit und Glück. Und wer wolle das nicht auf Erden, ein Stück Himmel auf Erden? Zum Schluss sage ich mit Paulus, es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter Ihnen. Dankeschön, Amen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ich möchte eigentlich direkt den hier Anwesenden das Wort übergeben, aber vielleicht, Sie haben vorhin gesagt, dass es irgendwie verstärkt jetzt auch Paare gibt, die die Kirche einfach so wollen, ohne irgendeine Form von kirchlicher Trauung. Können sich, also erstmal, wer sind das? Also welche Paare kommen da auf Sie zu? Und tatsächlich eine andere Frage habe ich, können Sie sich eigentlich irgendeinen anderen Ort vorstellen, der diese kirchliche Aura hat, die sich die Leute da ja wünschen? Also es ist ja tatsächlich so, dass irgendwie die Kirche irgendwie noch so manchmal so ein Ort zu sein scheint, der irgendeine Aura hat, die die Leute irgendwie zumindest für dieses Fest brauchen oder auch bei anderen Sachen. Das ist ja auch bei Beerdigen so. Also viele Leute kommen ja dann und sagen, scheiße, auf diesem Friedhofsvorplatz möchte ich jetzt natürlich nicht die Urne stehen haben. Also können Sie sich einen anderen Ort vorstellen, der das irgendwie ersetzen könnte?
vielleicht einfach sozusagen als erstes? Oder ist das der Grund, warum viele Leute dann doch in die Kirche kommen? Wissen Sie, wenn es die säkularisierte Zivilgesellschaft irgendwann mal schafft, solche Orte zu bilden und zu schaffen und anzubieten, dann soll sie es tun. Ja, wie schon gesagt, die Kirche hat von im Ursprung her kein Monopol, kein Anrecht auf die Ehe. Das war eine römische Zivileinrichtung und insofern geben wir das auch wieder ab. Also ich habe kein Problem damit. Ehen sind, also Hochzeitenplan ist sehr aufwendig. Ja, ich habe auch anderes zu tun. Aber genau diese Aura, die wir ja nicht nur in der Kirche finden, sondern auch im Museum und in anderen Stellen, die uns mehr gibt als praktische Notlösung für unser Leben, die wird eben gesucht und was man bei der Kirche vermutet, ist halt, dass das nicht nur aus Eigeninteresse geschieht oder sozusagen nicht, weil man was, also ich verdiene nicht, wenn ich mehr Leute verheirate, verdiene ich nicht mehr und habe auch nicht mehr davon. Man kann natürlich sagen, dadurch wird der Kirchenapparat, die Institution gestärkt, ja, soweit denke ich nicht. Also ich arbeite für meine Gemeinde vor Ort und für die Menschen, denen ich dort begegne. Ich denke immer, wenn die Zivilgesellschaft eine andere Lösung möchte, tut's einfach, ja. Also schafft uns nicht ab, schafft euch was an, was hilft. Ja? Und solange das nicht geschieht, sind wir bereit, das zu übernehmen, nämlich Menschen in so Übergangssituationen. Und es ist eine dramatische Übergangssituation. Das mit der Schwiegermutter war kein Witz. Zwei Familien sollen zusammenpassen, die sich nicht ausgesucht haben gegenseitig. Da haben sich zwei verliebt und 20 Leute müssen drunter leiden. Ja? Also das ist ja mal ein Problem. Ja? Und das muss man irgendwie regeln. Und da helfen wir dabei. Ne? So. Erleben Sie es aber in Ihrer Praxis, aus jetzt aus Ihrer Erfahrung her, dass Sie Anfragen bekommen, jetzt so in Richtung, was Carlos jetzt gefragt hat, dass Sie Anfragen bekommen für ein Event, das man bei Ihnen haben möchte, mit Ihnen, ohne Ihnen, vielleicht gleich mit Ihnen auch dazu, aber dass Sie merken, den Leuten geht es eigentlich nicht um das, was Ihnen, schätze ich mal, wichtig ist, also die Ehe als Segnung vor einem religiösen Hintergrund, sondern als pure Staffage in so einem großen Wedding-Planner-Ablauf. Haben Sie diese Erfahrung gehabt und wie gehen Sie dann damit um? Ja, haben wir. Wir haben so Anfragen. Als Mitpfarrer, ohne Pfarrer ist halt eine tolle Location, auch so eine Kirche, ja, ist schon klasse. Aber wie soll ich sagen, das schützt mich etwas. Nämlich, dass es eine Liturgie gibt, das heißt eine vorgefasste Form. Diese vorgefasste Form kann man als Ballast empfinden. Ja? Jetzt muss man als diese 1000 Jahre alte Worte, Bibelstellen, auch vorgefasste Gebete und so weiter, die muss man jetzt vollziehen. Ich empfinde das als eine Entlastung. Das heißt, ich muss nicht auf jede verrückte Idee, mit der jemand auf mich zukommt, eingehen. Also zum Beispiel, wenn heute jemand einen Text verfasst, in dem er seine Liebe ausdrücken will, das ist Zeitgeist pur. Das ist Kitsch in seiner Perfektion. Das ist Zucker mit Süßstoff und Honig. Ja? Also, und dann lese ich doch lieber so einen schönen Bibeltext wie von Paulus, das Hohelied der Liebe, das über tausende von Jahren immer wieder Menschen angesprochen hat, gerührt hat, ja? Als sowas aus der Retorte, was ein Jahr hält und im nächsten schon wieder schimmelt. Also da haben wir die Tradition, die uns auch schützt vor zu viel Zeitgeist und zu viel Zufälligkeit. Und insofern, ich nehme alle Anfragen an, aber ich mache nicht alles, was man mir sagt. Also ich sage dann auch, hier ist sozusagen auch eine Integrität und eine Grenze. Ich habe dem Paar aber eine Kirche vermittelt, die ist inzwischen verkauft an Kinderschutzbund und da kann man reingehen, rausgehen, wie man will. Also insofern, wir versuchen zu helfen. Ja, will jemand vom Podium vielleicht dazu nochmal Stellung beziehen? Vielleicht ihr beide, vielleicht habt ihr... Fühlt euch dadurch in irgendeiner Form. Ich habe, genau, bei Elena, als hier gesagt wurde, ja, schafft uns nicht ab, sondern schafft euch was Neues dazu. Da hast du so ein bisschen auch kritisch geguckt. Ja, deswegen, weil ich das ganz schön schwierig halte, dass Zivilgesellschaft das alleine machen kann, während Kirche noch so relevant ist. Also ich bin in Österreich in einem sehr katholischen Land aufgewachsen. In der Schule gibt es Religionsunterricht, da wird von Ehe geredet, die Bilder sind immer dieselben, werden religiös geprägt. Das heißt, bis ich 16, 17 war, wusste ich gar nicht, dass es irgendetwas anderes gibt. Ja, ich war irgendwie... Bis ich 16 war, bei 5 Hochzeiten, wusste schon genau, wie mein Brautkleid aussah. Und diese kulturelle Prägung, die ist ganz schwierig wegzukriegen. Und ich glaube schon, dass eine Abschaffung von kirchlichen Privilegien in einem säkularen Staat helfen würde, das zu verändern. Was mir viel mehr helfen würde, wäre sinnvoller Unterricht zu Beziehungen, wäre irgendwie eine Änderung von Schulbüchern. Solche Geschichten fände ich viel relevanter. Ich sehe jetzt...
Ja, ja, wir sind ja Teil der Säkularisierung, hat man ja gesehen mit Luther und so. Also es waren ja Säkularisierungsschübe, die da stattgefunden haben, auch in der Reformationszeit. Das Problem ist, der Staat ist nicht neutral. Also der Staat ist selbst eine, also Institutionenkritik, ja, gegen Kirche, immer, sofort. Alle Institutionen müssen kritisiert werden, weil sie Machtkörper sind, machtförmig. Aber auch die Schule ist eine machtförmige Institution. Auch der Staat ist eine machtförmige Institution. Wenn Institutionenkritik, dann richtig. Also müssen wir es durchziehen. Religionsunterricht in der Schule ist nicht ideologisch als Sportunterricht. Ja? Also dann müssen wir es richtig. Und dann, das gab es schon mal ein höheres Niveau an Institutionenkritik. Und dann ist die Frage, wie kontrollieren wir Institutionen? Und das muss bei der Kirche auch geschehen. Wir sind zum Beispiel von unten nach oben aufgebaut. Das heißt, wir haben ein Parlament. Da wird alles von unten vom Parlament geregelt. Sehr anstrengend, sehr demokratisch. Alles dauert ewig und meistens geht es nicht, aber es ist demokratisch und die Mühe machen wir uns. Und insofern also der Staat, das ist mir ungeheuer. Die Preußen haben das denen ja abgenommen, damit sie bestimmen können, wer wo reinkommt und rausgeht. Eine harsche Kritik auch von Seiten des Pfarrers. Ich habe ja gedacht, Sie würden jetzt die Institutionenkirche hier stärker verteidigen wollen, aber umso besser. Nun, würden wir jetzt an dieser Stelle vielleicht auch jetzt Diskussionen öffnen, auch Ihnen. Sie haben jetzt hier viele Eindrücke sammeln können, viele Informationen sammeln können und bringen natürlich Ihre Erfahrungen oder Ihre Fragen, Ihr Leid und, oder Freude mit dieser Institution Ehe mit. Und ja, dann würde ich gerne Ihnen jetzt mal das Wort geben, um Statements oder Fragen an unsere Referenten. Regeln ein paar Sekunden zu warten. Ich sehe eigentlich viele gespannte Gesichter, die bestimmt viele Fragen haben. Ein paar Gesichter, die sich so auf den Barabend freuen, glaube ich. Also diese Bänke sind ja auch so ein bisschen... Ja, wenn es von Ihrer Seite tatsächlich keine Fragen gibt, also ich habe tatsächlich einige Fragen drauf, aber vielleicht Wir können es ja auch so machen, wenn Ihnen jetzt im Laufe, ist das Mikro jetzt kaputt? Wenn im Laufe jetzt der kleinen Diskussion jetzt Ihnen noch Fragen sich aufdrängen, einfach nur Hand heben und Sie können sich gerne noch mit einklinken. Ansonsten würde mich jetzt wirklich nochmal interessieren zu diesem Phänomen Hochzeit, Wedding Planner, Schloss, diese Schlösser, die wir jetzt massenweise nicht nur in Frankfurt hier an Stegen, an Brücken aufhängen, in jeder Stadt gibt es jetzt irgendwo so Brücken oder irgendwelche Geländer oder so, auf denen das dann angebracht wird. Und das sind ja Phänomene, die erst einige Jahre alt sind. Also ich erinnere mich noch, in meiner Kindheit gab es sowas nicht und so alt bin ich nun auch wieder nicht. Das ist ja wirklich spannend. Also einerseits hören wir, es gibt einen Bedeutungsverlust der Ehe als Institution. Es gibt Alternativen zur klassischen Ehe. Man ist heute nicht mehr so angewiesen, trotz der Kritik, die wir gehört haben, aber es gibt schon Alternativen. Man ist nicht mehr so angewiesen auf die Ehe, wie es früher einmal der Fall war. Gleichzeitig dieser Boom an Hochzeitszeremoniell und diese ganze Industrie, die dahinter steckt. Wie kann man diesen Gegensatz sich erklären? Also einerseits Bedeutungsverlust der Ehe, andererseits diese Omnipräsenz von Ehe jetzt überall. Würde mal kurz, weil das musste ich leider weglassen in meinem Vortrag, weil ich das ordentliche Zitat nicht gefunden habe, weil ich glaube, es sind multikausale Sachen, würde ich sagen, aber einer von denen würde ich auf jeden Fall sagen, da kann man Molly Weasley aus Harry Potter zitieren, die darauf hinweist, dass, als sie damals geheiratet hat, weil ihr Sohn heiratet und sie findet das zu früh, dass das unsichere Zeiten waren. Und dass diese Bedürfnis nach Sicherheit, nach Absicherung, nach Beständigkeit in Zeiten, je unsicherer sie werden und je mehr wir irgendwie davon geprägt sind von moderner Flexibilität und Verfügbarkeit für Arbeitsmarkt und ähnlichen Schabernack, dass das Bedürfnis immer größer wird und sich dann eben geflüchtet wird zu alten Bildern und alten Vorstellungen, wie zum Beispiel der Ehe, die einem dann das Gefühl von Sicherheit in unsicheren Zeiten geben kann.
Abgesehen davon, dass natürlich auch tatsächlich so ein Selbstdarstellungsmoment über das Internet und diese ganzen darstellungssozialen Medien natürlich auch eine Rolle spielt. Und diese Hochzeitssendung, ich fand das total spannend bei dem Vortrag von dir, weil ich dachte, ich hatte sofort aus diversen Serien und Filmen, die ich so kenne, Bilder und Diskussionen dazu. Also irgendwie über How I Met Your Mother oder irgendwelche Serien, wo das das große Ziel ist, die Frau zu finden und dann diese Hochzeit zu haben. Und wo ganz viel von dem, was du erzählt hast, eine Rolle spielt. Und das natürlich was ist, womit wir dann wieder aufwachsen und wo die Kinder, die jetzt damit aufwachsen, natürlich auch irgendwann sagen, in meiner Kindheit war das aber so und so. Aber was ich mich halt frage, ist schon die, also ist ja, die Tatsache ist ja, dass man das, dass man dieses Gefühl von einem Zuwachs an solchen Familienmodellen oder an diesem Willen, irgendwie diesen sicheren Hafen der Ehe wieder zu haben. Dass man einerseits das Gefühl hat, okay, da gibt es einen Zuwachs, der sich aber empirisch ja nicht belegen lässt. Und ich frage mich, also woran liegt das? Liegt es einfach daran, dass wir mehr mit Bildern davon konfrontiert werden? Also dass wir wirklich tatsächlich, uns fallen ja alle irgendwie Bilder davon ein, dass, also von diesen Traumhochzeiten, dadurch, dass wir das medial bekommen, dass wir aber auch durch Facebook und solche Sachen tatsächlich von diesen Trauungen ja omnipräsent umgeben sind. Ja, weil jeder dann auch genau diesen Moment, diesen schönsten Tag im Leben, dann auch wirklich tatsächlich, also ich glaube, es kommt ja da auch ganz, ganz stark darauf an, also das hast du ja vorhin beschrieben, der Fotograf und der Videograf ist ein essentieller Bestandteil, weil die Dokumentation wird ja auch immer wichtiger. Also der traumhafte Tag der Ehe, der muss dokumentiert werden, weil sonst ist er einfach weg. Ja, also das ist ja das Schlimmste, wenn dann tatsächlich schlechte Bilder da sind, die man dann nicht teilen kann. Und das ist halt echt so ein bisschen die Frage, also liegt es vielleicht eher daran, dass es halt verstärkte Möglichkeiten irgendwie dieser medialen Darstellung gibt, dass wir den Eindruck haben, es gäbe tatsächlich so ein verstärktes Interesse an diesen klassischen Hochzeitsbildern oder diesem klassischen sicheren Hafen der Ehe. Weil ich komme damit auch, also ich verstehe es nicht, weil als ich tatsächlich die Fakten mir angeguckt habe, habe ich gesagt, das ist komisch, also dieser Backlash der Ehe, der lässt sich empirisch nicht so richtig nachweisen. Aber vielleicht stimmt es ja auch nicht. Also vielleicht kann man sagen, okay, es gibt trotzdem irgendwie so einen Backlash von bestimmten romantischen Beziehungsformen oder konservativen Beziehungsformen, die vielleicht noch nicht in die Ehe gegossen sind, aber die jetzt so langsam kommen und vielleicht dann irgendwann tatsächlich die Ehe auch als Institution, also alle heiraten immer später, vielleicht dann auch tatsächlich wieder zu einer Steigerung von Ehe führen. Ne? Ja, dazu würde ich gerne was sagen. Das ist ja ein Bild von Gesellschaft, das Sie hier aufweisen, in der wir warten, es würde ständig ein Fortschritt stattfinden, also eine ständige Entwicklung, was man ja erwartet hat bei der Kirche zum Beispiel im 19. Jahrhundert, es wird immer säkularer und irgendwann ist sie verschwunden. Und genauso hat man es erwartet von Ehe, von Familie. Ja. Die Gesellschaft ändert sich ständig sozusagen strikt ansteigend auf ein gewisses Ziel hin, den freien Menschen oder wie auch immer das aussehen soll oder was weiß ich, wo die Reise hingeht. Der Punkt ist aber, so funktioniert Gesellschaft ja nicht, sondern wir merken ja, es gibt Elemente wie die Familie, auch Machtverhältnisse oder das Religiöse, die eben nicht sich einfach auflösen in wissenschaftliche Erkenntnis, in freie Lebensformen, sondern offensichtlich permanent zwar neu gedeutet werden, aber vorhanden sind als Themen. Also das Thema Familie, das Thema Zweierbeziehung, das Thema Religiöse, also Verhältnis zur Gesamtwelt, das Thema Macht, das kriegen wir nicht weg. Und insofern ist es kein Wunder, dass es wiederkommt, das ist keine Schlacke aus einer vergangenen Zeit, sondern aufgeklärt waren die Griechen im Hellenismus auch, ja, mehr als wir. Also die wussten auch, das sind sachliche Verbindungen, ihre Götter haben sie ausgelacht, da muss man nur mal die griechischen Dramen lesen. Alles schon da gewesen, ja, nur auf einem anderen Niveau der Technisierung, der Vergesellschaftung. Aber so, dass Dinge einfach weggehen, das werden wir nicht erleben. Es sei denn mit der künstlichen Befruchtung in Robotern, also wenn das kann sowas, na, das ist ein anderes Thema. Da würde ich auch noch was zu sagen. Also aus unserer Erfahrung oder aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass einfach auch Hochzeiten ein Markt sind. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Also da steckt schon viel Geld auch hinter. Und deswegen ist es auch einfach, ich denke auch das Thema Ehe und einfach das Thema Familie, auch bei den Brautpaaren, die sind schon, da muss ja keiner mehr heiraten, weil es sonst nicht geht oder weil man sonst geächtet ist oder sonst irgendwas, sondern einfach auch eine bewusste Entscheidung, ich will verheiratet sein und Punkt. Weil es meine Lebensform ist und so weiter. Und der Markt einfach wird einfach auch ausgeschlachtet. Das ist jetzt so, dass eben halt Brautkleider und so weiter, früher hat es die für, was weiß ich, 100 Euro gegeben. Früher, meine Schwiegermutter hat erzählt, die haben alle irgendwie Nudelsalat, Kartoffelsalat gemacht und die Freunde kamen alle und dann hat man irgendwie zu Hause im Wohnzimmer geheiratet oder beziehungsweise gefeiert. Sowas gibt es heute nicht mehr. Da kommen nicht die Freunde vorbei und man setzt sich ins Wohnzimmer, geschweige denn, dass da irgendeiner Nudelsalat macht. Ja? Also sowas wird es überhaupt nicht mehr geben. Und das ist halt einfach der Punkt, man braucht einen Caterer. So, und der Caterer weiß, aha, das ist eine Hochzeit. Ja, dann schlagen wir doch mal 50% drauf. Und das ist genauso bei einem Brautstrauß. Kein Normaler würde einfach mal eben sagen, ich will für so ein ganz kleines Sträußchen mal eben 50 Euro hin.
hinlegen. Wenn es aber ein Brautstrauß sein soll, dann allerunterste Kategorie 50 Euro. Ja? Also das ist bei allem immer nochmal on top. Und es ist eben ein Riesenmarkt. Es gibt 100 Milliarden Blogs über Bräute. Es gibt eben diese 100 Milliarden Sendungen. Und es wird ja auch geguckt, komischerweise. Also es ist wirklich auch was, wo alle das so perfekt haben wollen, weil es eben ein Markt ist. Und man kann es nicht mehr so einfach und easy machen, wie es früher war, weil es auch die ganze Gesellschaftsform so nicht mehr hergibt und auch keiner den Platz hat einfach. Und aufgrund dessen, denke ich mal, ist es auch so, dass es so extrem viel dargestellt wird in den Medien. Und deswegen wird es einem bewusster, obwohl es empirisch belegt halt nicht unbedingt mehr geworden ist, sondern es wird einfach mehr kommuniziert. Also es scheint tatsächlich ja irgendwie auch ein Kommerzialisierungsdruck da zu sein. Ich meine, das andere, was wir natürlich bemerken, ist, dass wir einen bestimmten Backlash von konservativen Familienmodellen natürlich in bestimmten Bewegungen haben, die jetzt gerade wieder hochkommen, sei es in Frankreich, sei es in Deutschland, also die sich in Teilen mit einer deutsch-nationalen Absicht dann wieder verbinden, tatsächlich eine starke wertkonservative Verbindung, die vielleicht dann tatsächlich wieder was, vielleicht nicht Neues, aber in ihrer Form tatsächlich wieder neu sind, wo natürlich dieses Versprechen der Ehe sich plötzlich mit einem bestimmten Wertkonservatismus verbindet, der in sich natürlich sehr, sehr regressiv und mit Vorsicht zu betrachten ist. Also da muss man natürlich sagen, es ist nicht nur einfach irgendwie, dass viele Leute irgendwie die Ehe teilen und dass es irgendwie einen Markt gibt, der irgendwie für die Ehe wirbt und wir ständig mit Bildern konfrontiert sind, dass es tatsächlich ja, also das würde ja auf diesen sicheren Hafen hindeuten, dass es irgendwie da in solchen bestimmten konservativen, wertkonservativen Bewegungen tatsächlich darum geht, da irgendwie so eine Institution mit der Institution der Ehe wieder sowas Festes zu bilden. Also das nochmal vielleicht als Hinweis, das ist ja natürlich ein starker Punkt. Jetzt haben wir doch eine mutige Meldung aus dem Publikum. Sie müssen leider ein bisschen davor kommen. Ja, ich wage das mal. Ich versuche mir mal zu sitzen. Also ich habe mir die Namen leider nicht gemerkt, deswegen muss ich so blöd fragen. Ich habe eine Frage an den Pfarrer. Und von der Medienpädagogin hat sie das vorhin aufgeworfen. Also die Frage nach der stärkeren Trennung von Staat und von Kirche. Also wir merken es gerade einfach in unserer Beziehung. Wir haben jetzt irgendwie einen Versicherungsmakler plötzlich da sitzen und der zeigt uns mal auf, was für Vorteile wir hätten, wären wir verheiratet. Dann kommt das Thema Kinder. Wir haben darüber schon vorhin das ein bisschen angedeutet, wie es wäre dann im Krankenhaus, die Auskunftsrechte, steuerliche Vorteile. Irgendjemand hat das aufgeführt, Gründe zu heiraten. Ein oder der Hauptgründe sind eben Sicherheit und nicht im Sinne von Geborgenheit, sondern eben im Sinne von einer staatlichen, einer rechtlichen Absicherung. Aber aus Ihrer Sicht, was hätte das denn für gesellschaftliche Folgen, wenn wir unsere Gesellschaft mal irgendwie in 20 Jahren uns vorstellen, wenn es diese Trennung geben würde, wenn es eine komplette Gleichstellung geben würde von Paaren, die nicht verheiratet sind, gegenüber Paaren, die verheiratet sind? Wäre Sodom und Gomorra, würden wir alle unsere Werte verlieren? Oder gäbe es, ja, weil ich meine, das ist ja die Vorstellung, oder? Was denken Sie darüber? Vielleicht, wenn ich mich daran anschließen würde, weil daran musste ich auch denken vorhin, Sie haben ja sehr, sehr progressiv hier auch argumentiert. Wie würde denn die Kirche auf Vorstellungen wie die von Elena zum Beispiel reagieren, wenn sie jetzt nicht nur ein Paar sich vor ihnen aufbauen würde, sondern vielleicht 6, 7 Leute, die sagen, wir leben als Gemeinschaft zusammen, wir sorgen füreinander, wir lieben uns gegenseitig. Würden Sie auch so eine Sechsergemeinschaft segnen? Ist das kirchlicherseits überhaupt möglich? Kein Problem. Also das schreckt mich überhaupt gar nicht. Das Wunderbare ist, mit der christlichen Religion, so wie ich sie verstehe, das Kriterium, das muss ich jetzt mal so sagen, ist Liebe. Also wie sich das organisiert, also wenig Macht, wenig Abhängigkeit, wenig Verluste und viel Lebensförderliches und Liebe. Das heißt, wenn sich 6 Menschen gut organisieren können, sich unterstützen können, sich Energie geben können, gemeinsam auch die irgendwie hervorgebrachten Kinder hüten können und aufwachsen lassen können und sich gegenseitig das Leben förderlich zum Segen werden, nennen wir es, sich gegenseitig zum Segen werden, dann bin ich glücklich. Ja? Dann ist die Kirche glücklich, dann haben wir unser Ziel erreicht und ich würde alles fördern, was dem entspricht. Man muss es sagen, die Ehe war für viele Menschen über Jahrtausende die schiere Hölle oder ein Pragmatismus. Und die zu romantisieren, ist völliger Quatsch. Ja?
Das ist eine Form, in der Menschen sich versuchen zu organisieren, und das hat weder was Ewiges noch was Göttliches noch sonst was, sondern wir suchen Wege, wie Menschen gut zusammenleben können, und zwar mehr als pragmatisch gut, also ist der Kühlschrank gefüllt und ist das Auto aufgetankt, sondern noch ein Ticken mehr. Und wenn wir dahin kommen, und da ist mir die Organisationsform dieser Liebesgemeinschaft, da haben die viel Wilderes schon ausprobiert. Also ich glaube wirklich, dass die Eremiten-Freaks waren. Und dass die Lebensformen ausprobiert haben, da würden wir aber staunen. Ja, also wir gehen jetzt heim und Dach über dem Kopf und so, die haben echt was riskiert. Also insofern, da kann nicht mehr kommen. Das ist natürlich total fantastisch, aber ich glaube auch, dass es eine sehr neue Entwicklung ist. Und ehrlich gesagt, ich komme ursprünglich aus Norddeutschland, ich bin nach Hessen gezogen, wohne in Marburg, und ich sage mal, ich glaube nicht, dass der Grundkonsens, den Sie jetzt oder so, was Sie hier vertreten haben, ob die da alle so mitgehen würden. Also ich wäre mir ziemlich sicher, dass nicht. Und tatsächlich diese Vorstellung, was wäre in 20 Jahren, wenn Beziehungen und sexuelle Orientierung und solche Sachen eben alles gleich nebeneinander stehen kann, würde ich das so sehen, dass zum Beispiel die Selbsttötungszahlen von schwul, lesbisch, queer, trans Jugendlichen deutlich runtergegangen sind dann hoffentlich, weil die sind 4-mal so hoch wie bei hetero Jugendlichen, die eben nicht das Problem haben, dass sie eine Abweichung sind. Und das setzt sich auch weiter fort. Also ich glaube, das ist für alle, die eben ausgegrenzt werden, auf jeden Fall eine deutliche Lebensverbesserung wäre. Deswegen wäre ich auch sehr dafür. Ja, ich würde noch zwei Sätze dazu sagen. Also einerseits glaube ich, dass es gar nicht so die Zukunftsvision ist, sondern eigentlich eine gesellschaftliche Realität. Also die wenigsten meiner Freundinnen sind in einer klassischen Vater-Mutter-Kind-Geschichte aufgewachsen. Die meisten Personen haben Eltern, die sich getrennt haben, wurde von Großeltern aufgezogen, haben ganz andere Einheiten in ihrer jeweiligen individuellen Realität. Das Problem meiner Meinung nach ist, dass diese Personen immer glauben, sie wären irgendwie falsch, ja, weil sie der Norm nicht entsprechen, weil sie in der Schule sehen, dass in dem kleinen Bildchen ein Mann, eine Frau, ein Kind drauf ist und nicht ihr Onkel, ihre Tante und keine Ahnung, oder nur Frauen, wie auch immer. Also das Problem ist daran, dass die Norm und die Realität nicht miteinander übereinstimmen und dazu führen, dass, ich würde sagen, die Mehrheit der Personen eigentlich ständig damit beschäftigt ist, irgendetwas nachzulaufen, was sie vielleicht gar nicht wollen. Also die Arbeit und Zeit und Geld, die wir investieren, um perfekt und schön für die eine andere Person zu sein. Also allein, wenn ich mir überlege, wie viel diese Dating-Sachen kosten, ja? Wie viel wir da investieren, weil wir glauben, wir müssten wie Barbie und Ken diese Traumhochzeit feiern. Ich glaube, wenn das weg wäre, dann wären die Menschen insgesamt um einiges glücklicher. Ich muss doch gerade noch was sagen, weil es mir jetzt noch im Herzen brennt. Also diese Unterschiede zwischen ein bisschen konservativer, ein bisschen liberaler im Eheverständnis, das sind Petitessen. Als wir 2002 entschieden haben als Kirche, dass wir gleichgeschlechtliche Paare auch segnen und damit trauen kirchlich, hat uns die Kirche in Nordghana, mit der wir eine Partnerschaft haben, diese Partnerschaft aufgekündigt, weil wir eine Kirche wären, die schwule und lesbische Paare segnet. Und wenn man sieht, was da abgeht in Afrika, in Uganda, da werden einfach Menschen gejagt, also die sind vom Tode bedroht. Ich würde sagen, da geht es um diese feinen Schwankungen hier nicht, sondern alle liberalen Kräfte müssen sich zusammentun, damit dieser Konservatismus, und zwar kamen die aus Amerika nach Uganda und Ghana, die Evangelikalen, und versuchen da die Menschen wirklich aufzuhetzen gegen jede Art von Abweichung gesellschaftliche. Das sind auch Christen, aber mit denen haben wir nichts zu tun. Und diese Art von Konservatismus, den müssen wir aufhalten. Da kommt eine ganz gefährliche Welle rüber, homophob bis in die Knochen, da wird mit Politik gemacht. Und da sind uns ein bisschen Liberale, ein bisschen Nicht-Liberale. Wir müssen unsere Tradition stärken, wahren, und ob die einen Ring hat oder nicht, alle Menschen guten Willens sollten sich zusammentun. Also insofern geht es da um viel mehr als um ein paar Blümchen weniger. Das würde ich aber gerne noch mal kurz ergänzen, weil ich nicht finde, dass es hier um Petitessen geht. Wie gesagt, Jugendliche, die nicht hetero sind, bringen sich 4-mal häufiger um als hetero-Jugendliche. Es gibt Gegenden in Deutschland, wo in dem Moment, wo ich mich als schwul, lesbisch, sonst wie oute, das für mich entweder bedeutet ein berufliches Ende, ein gesellschaftliches Ende oder eben aber auch den Tod. Also auch hier werden Leute umgebracht. Und ich finde, da ist das irgendwie, finde ich, konnte man erstmal zu Hause gucken, anstatt woanders hin und das hier verbessern.
Oder beides. Oder beides. Genau, in moderne Flexibilität. Ich würde vorschlagen, das ist doch tatsächlich vielleicht ein guter Abschluss gewesen. Vielleicht haben wir jetzt tatsächlich aber auch noch mal ein paar Unterschiede in den Perspektiven, wurden uns deutlich gemacht. Das ist auch noch mal auf den Blick sozusagen, außer natürlich einer ziemlich westlichen Perspektive, die wir heute hatten, noch mal zumindest angedeutet worden. Das konnten wir heute, eine der Fragen, die wir heute tatsächlich auch nicht behandelt haben, sozusagen, wie sieht es außerhalb dieses westlichen Kontextes, des westlichen Diskurses aus, was für Fragen stellen sich da? Ich würde damit vielleicht zum Barabend überleiten. Ja. Vielen Dank. Ivan, ich will dir nicht das letzte Wort klauen, aber ich würde sagen, wir starten mal mit dem Bar. Die Bar ist eröffnet, sage ich dann mal. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank an die Referenten.